So, geben wir an. Was ist heute? Siebter? Sechster? Siebter. 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 Okay. Siebter. Ah, meine Uhr geht falsch. Ich hoffe, dass du das nicht verstehst. Ja. Ja, dann. Machen wir das mit einem Anstoßgeräusch. Achso, mit dem Fischgeräusch. Ja, wie muss das das Buttermilch aufschraubgeräusch beitragen? Okay. Jetzt? Prost, die Damen, Prost, die Herren. Prost. Ja, Podcast wieder. Leute. Unsubscribe. Prost. Was Sie hörten, war ein Buttermilch aufschraubgeräusch. Ein Acidophilus-Milch. Und ich sage nur 11. Und willkommen beim Biertaucher Podcast 259. Wir schreiben den 7.06.2016, befinden uns im alten AKH in einem Innenhof, der gleich beim Innenhof 2 ist. Hof 3. Hof 3, dankeschön. Und heute sind dabei der Gregor, aber wollten wir nicht die Sponsorenmeldung machen? Ach stimmt, Sponsoren. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Online-Agentur fürs Internet. Und ja, der Online-Marketing-Agentur aus Österreich, vom Jörg. Und vielen Dank an dieser Stelle und auch vielen Dank an unsere Flatterer. Und vielen Dank an unser Klebemonster. Ja, Klebemonster immer großartig. Ja, genau. Ja. Heute mit dem Gregor. Ganz. Mit dem Horst. Mit dem Dennis. Mit der Anna. Mit Stefan. Und noch eine Anna. Jo. Wie geht's los? Jetzt geht's los, ja. Wir sind auf Sendung. Ja. Haben wir Termine zum Verlesen? Nein. Doch. Friday Night Skating. Jeden Freitag. Ja, ihr müsst da alle, die da draußen zuhören, müsst da hingehen, weil ich habe schon wieder keine Zeit. Okay. Bin dabei. 21 Uhr, Treffpunkt Heldenplatz. Freitags. Freitags. Mit dem Rad oder mit den Inlinern. Oder wer es kann, zu Fuß. Okay. Teaser Inhaltsverzeichnis. Machen wir einen Teaser? Ja. Okay, worüber wir reden wollen. Sagt jeder nur kurz, worüber er reden will. Ich kann ein bisschen Eigenwerbung machen und ich war dank Stefan auf seinem Podcaster-Treffen. Von dem kann ich erzählen. Ah, meine Richtung. Okay. Ich war, wie es der Zufall so spielt, am selben Podcaster-Treffen. Da werde ich mich wohl gesprächstechnisch beteiligen. Außerdem war ich gestern mit Stefan und Anna im Science Fiction am Park. Nein, am Science Fiction im Park, genau. Wir wollten. Und haben uns Blade Runner, einen Klassiker, angeschaut. Ah. Blade Runner kann man ja immer wieder ein paar Takte quatschen. Das heißt, es gibt eine Blade Runner-Rezession. Ja, also, das immer. Kann man schon. Immer, dauerhaft. Habe ich auch was zu sagen zu. Gut. Das freut mich. Was hast du für Themen, Dennis? Ja, ich habe zwei Themen, deswegen kann ich auch beide direkt nennen. Einmal Warnung vor einer bestimmten Art von Software, welche sage ich erst in der Sendung. Und ich habe mich mit L-Wire beschäftigt. Ich habe es noch nicht, aber ich habe mich mit beschäftigt. Was ist das? Das sage ich dann auch gleich. Okay. Cliffhanger. Ja, ganz Anne? Zufällig war ich auch auf diesem Podcast-Treffen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es kam. Dann war ich auch in Science Fiction im Park. Was für ein Zufall. So, was für ein Zufall. Dann kann ich vielleicht was erzählen darüber, dass ich Gregor bequatscht habe, an einem Podcast teilzunehmen. Da gibt es eine Nullnummer. Ja. Oh, immer diese Nullnummern. Ja, und dann weiß ich jetzt, was man macht, wenn man sein gestohlenes Rad wiederfindet, aber das ist irgendwo angekettet und man kann es nicht einfach wieder mitnehmen. Das klingt verdächtig nach, ich will ein Rad haben. Ja, ich habe einen Artikel gelesen, also, man da machen muss, um selber nicht rechtsbrüchig zu werden. Ich bin unter die Berufsdemonstranten gegangen. Ich war in der Woche zwei Demos. Ich glaube, du musst nicht näher rangehen vielleicht. Ich bin so laut. Okay. Ich bin immer so laut. Du musst laut reden. Ich habe den Ruf, dass ich zu leise bin. Ich muss so näher rankommen. Ich setze mich extra nach hinten sogar. Ebenso auch ein bisschen was natürlich über die Unsubscribe zu sagen. Ich war die Podcast-Konferenz. Unconference. Ich war auf der Jubiläumswarte. Empfehle das als Ausflug, habe gelernt, was Wikiversity ist und wurde als Jason Isaacs bezeichnet. Kennt ihr Jason Isaacs? Nein. Aber das erfahren wir sicher gleich. Okay, jetzt bin ich dran. Ich habe überhaupt nichts, worüber ich reden kann, aber ich, ich war auch auf diesem Podcast-Treffen am Samstag. Was für ein Zufall. So ein Zufall, gell? Und
Vielleicht reden wir über Filme, die alle gesehen haben, über so Klassiker. Wollt ihr über Klassiker? Immer, ja. Aber die du selber nicht gesehen hast und wie man da drum kommt. Kennst du diese Situation? Ja, ja, ja. Mhm. Über Klassiker reden, die man selber nicht gesehen hat. Ah, okay. Also so Fake-Wissen. Und ich habe eine Fahrradstehl-Geschichte auch. Aber die ist schon 10 Jahre alt, aber... Passt. Aber die ist wirklich aktuell. Gestohlen worden? Nein, es ist noch viel, viel krasser. Okay. Selber gestohlen. Vielleicht. Sind wir gespannt. Jo, im Wesentlichen. Würde ich sagen, fangen wir an. Nötige Themen. Thema mit höchstem Nerdfaktor. Quiz der Stefan? Elweyer vielleicht? Okay, machst du mal. Achso, eigentlich, ich habe nur Nerd-Themen diesmal. Ja, ja, okay. Ja. Du mal, wenn der Stefan noch liest. Okay, mache ich das eine Mal. Ich habe mich mit Elweyer beschäftigt. Wir hatten das schon mal im Podcast. Und was ist das? Das ist im Prinzip leuchtender Draht oder leuchtende Folien. Ja. Das heißt also eine große Fläche. Und im Gegensatz zu Leuchtdioden, die punktuell leuchten, leuchten die über die ganze Fläche. Mhm. Allerdings nie so hell wie eine Leuchtdiode. Mhm. Dafür brauchen sie auch weniger Strom. Und zwar habe ich mich beschäftigt damit, wie sie funktionieren und wo man sie herbekommt und was man alles beachten muss und so weiter und so fort. Ja? Man schiebt Alufolien in Tschernobyl hinein und nachher leuchtet sie? Das könnte vielleicht auch funktionieren, aber so funktioniert zumindest Elweyer ja nicht. Okay. Oder Leuchtfolie oder Elektrolumisierung oder was man, wie man es auch nennt. Mhm. Also das Ganze ist nichts anderes als ein Kondensator. Oh, wie langweilig. Kondensatoren sind, also die Liebe zum Kondensator in mir ist ungebrochen und durch Elweyer und diese Folien wird die eigentlich nochmal bestärkt, wie toll eigentlich Kondensatoren sind, im Gegensatz zum Konkurrenten die Spule. Also Transformatoren sind meistens Spulen und ich liebe halt Kondensatoren. Und warum liebst du Kondensatoren? Ja, weil zum Beispiel gibt es Kondensator-Mikrofone und Kondensator-Lautsprecher und die sind auch viel besser als jede Statik. Als jedes Spulmikrofon. Ja, mit Spule. Die heißen statische Mikrofone oder Lautsprecher. Und auch was jetzt Spannung mit Spannung in einem Trafo zu tun hat, wo man vorne eine Spannung reinsteckt und hinten eine andere Spannung rauskommt, also eine kleine Spannung rein, große hinten raus, kann man auch alles mit Kondensatoren lösen. Es funktioniert nur anders. Ja, jedenfalls das Besondere bei den Elweyer bzw. bei den Folien ist eigentlich wesentlich sichtbarer, dass sie in eine Richtung leuchtet, also eine Fläche leuchtet und die andere Seite nicht leuchtet. Aber was leuchtet da nun? Es ist das sogenannte Dielektrikum. Mhm. Wenn man einen Kondensator hat, hat man einmal die Kathode und die Anode. Das sind die beiden stromleitenden Metalle. Und in der Mitte ist das sogenannte Dielektrikum, das kann nicht leiten. Okay. Und dieses Dielektrikum ist beim Kondensator ganz wichtig, weil es muss so konzipiert sein, dass der Kondensator viel Energie speichern kann. Also es darf nicht zu dick sein, nicht zu isolierend, aber auch nicht zu dünn. Mhm. Dieses Dielektrikum kann leuchten. Genau, und dieses Dielektrikum kann leuchten. Nur in einem normalen Kondensator leuchtet es nicht? Nein, oder sieht man es normalerweise nicht. Weiß es? Nee, es ist, es gibt sogenannte Elkos, die ganz großen zum Teil, da ist nur ein Papier drin. Als Dielektrikum. Mhm. Und das kann natürlich nicht leuchten. Es kommt also wirklich auf das Material drauf an, ob es leuchtet oder nicht. Bei den Leuchtdioden ist es ja genauso. Das leuchtet nur, weil dieser Stoff leuchtet. Ich weiß gar nicht, wie die LED funktionieren. Weil es gibt nämlich auch andere Dioden, die leuchten nicht. Okay. Und damit man das überhaupt sehen kann, ist einer der beiden metallischen Kontakte durchsichtig. Es gibt nämlich auch durchsichtige Metalle. Jetzt redest du von den Metallen und Flächen, von den Leuchtflächen. Ja, von den Flächen. Das heißt, die haben eine durchsichtige Folie drauf, damit du auf das Dielektrikum gucken kannst. Genau, die leuchtet. Mhm. Okay. Und das durchsichtige Teil ist aber ein Metall. Ist ein Metall, ja. Okay. Es gibt Materialien, die halt so dünn sind, dass sie dann
durchsichtig. Und du kannst es nicht auf beiden Seiten durchsichtig machen, dass das von zwei Seiten leuchtet? Doch, das geht meines Wissens auch, aber das macht man nicht. Stattdessen nimmt man auf der Rückseite eins, das spiegelt, um das Licht noch besser ausnutzen zu können, damit es zurückspiegelt und in die andere Richtung besonders gut leuchtet. Okay. Die Lichtausbeute ist nicht besonders hoch. Im Vergleich zu Leuchtdioden zur Größe ist die ziemlich schlecht. Aber dafür verbraucht es noch weniger Energie als eine Leuchtdiode. Und eine leuchtende Fläche, eine große, oder ein langes leuchtendes Kabel, das sieht viel cooler aus als eine LED-Kette, die dann aussieht wie bei einem Weihnachtsbaum, wo ganz viele Kerzen sind. Und kann man das schon auf Kleidung machen? Also kann ich mir den neben so ein leuchtendes T-Shirt anziehen? Der Draht ist zum Teil so dünn, dass du es sogar weben könntest. Wir hatten das letztens ausgraben gehabt, der Stefan hat es ausgraben gehabt, gibt es YouTube-Videos dazu, cool. Sehr schöne. Mhm. Mhm. Wo hast du das herbekommen? Das, Ich bin beim Konrad gewesen und wollte es mal kaufen. Und habe mir erstmal einen Preis überschlagen, wie viel es kosten würde. Kam mir dann erstmal ein bisschen komisch vor, dass es so teuer wäre. Diese Konstellation, das war ein Stück Folie, dann einen sogenannten Inverter. Das ist, weil diese, das ist noch eine Besonderheit, die brauchen 60 Volt. Das ist wahnsinnig viel und zum Teil laufen die auch mit einer höheren Spannung. Das ist zum Teil lebensgefährlich. Deswegen muss man dementsprechend auch für Isolation suchen, dass nicht jemand dran packen kann. Dann ist das wieder völlig ungefährlich. Aber das muss man alles beachten. Und dann bräuchte ich noch ein Batteriefach und so weiter und so fort. Da bin ich bei 30 Euro schon geschätzt gewesen. Habe ich mir gedacht, nee, da habe ich auch schon gehört, dass es günstiger sei. Und deswegen habe ich es erstmal sein lassen mit dem Kauf. Und ich gucke mir gerade an, welche Lösung ich nehme. Man muss auch darauf aufpassen, je nachdem, der Inverter ist nicht für jede Folie geeignet. Das kann zwar funktionieren, aber das geht auf die Lebensdauer der Folie. Und was ist dein Ziel? Möchtest du ein leuchtendes Mauspad haben? Oder? Ich möchte mein Fahrrad beleuchten, damit ich besser gesehen werde. Also dein Fahrrad leuchtet dann von selbst sozusagen? Ja, da ist hinten ein Kästchen dran, dass ich mit einem Schalter. Und hinten am Sattel habe ich vor, eine große rote Fläche zu haben, damit ich von hinten gesehen werde. Das Wort Geisterfahrer bekommt eine ganz neue Bedeutung, wenn man dich nachts auftaucht. Da gab es beim Friday Night Skating Leute, die mit so Leuchterädern rumgefahren sind. Mhm. Ist das das? Zum Teil, ja. Und zwar die in diesem Neon-Lila-Blau leuchten, die das um den Rahmen herum gewickelt haben, aber das ist dann durchgängig, das erkennt man im Gegensatz zu den Leuchtdioden, wo nur Punkte leuchten. Waren eben ganze Flächen und die hatten sie so zwischen den Speichen gewickelt und die Rahmen waren auch leuchten. Also ich habe ein paar mit leuchtenden Speichen gesehen, die hatten alle Leuchtdioden. Da waren halt einzelne Punkte, die leuchteten. Wenn ich mich noch erinnern könnte, also es waren welche, da waren ganze Flächen und da dachte ich mir, wie geht denn das wohl? Aber dann ist das genau das. Also ja, viele haben Draht. Die habe ich gesehen am Freitag. Okay, also Fazit, du hast es noch nicht gekauft, aber spielst schwer mit dem Gedanken. Ja. Und wirst demnächst mehr berichten, wenn du das kaufst. Ja, also ich kann jetzt schon sagen, das Ding ist genial. Also, du bist jetzt schon begeistert. Ich bin jetzt schon begeistert, obwohl ich es noch nicht habe. Das Einzige, was mich davon hindern könnte, wäre der Preis. Und der ist noch nicht so hoch, wie ich jetzt recherchiert habe. Und sag mal, wegen der hohen Spannung machst du dir keine Sorgen? Ja, das ist kein Problem, solange man das ordentlich isoliert. Also wenn man die Kontakte alle so isoliert, dass man nicht mit den Fingern drankommt, ist da absolut keine Gefahr. Ich hatte leider relativ wenig Physik- und auch Chemieunterricht in der Schule. Ich muss jetzt da echt naive Fragen stellen. Aber warum muss man denn dann nur an den Kontakten isolieren? Wenn das andere doch so dünn ist, dann... Ach so, diese, vielleicht noch so, dieser Kondensator, also jetzt als Draht oder als Folie, ist zusätzlich laminiert, dass man überhaupt nicht das berühren kann. Okay. Ja. Also auch da kommt keine Gefahr her. Es sind nur die Kabelenden, wo halt dann offene Kontakte wären. Okay. Die sollte man auf jeden Fall isolieren, damit sie gegenseitig nicht aneinander kommen. Mhm. Dann hätte man einen Kurzschluss. Und auch nicht, dass der Mensch dran kommt. Also das ist ganz wichtig in dem Fall. Sonst ist es wirklich gefährlich. Okay. Willst du auch eins haben?
Ich lasse dich erstmal testen. Okay. Und dann können wir mal drüber reden. Du glaubst doch nicht ganz an die Sicherheit, gell? Doch, eigentlich schon. Der Dennis ist so nerdig, der macht das schon richtig. Solange die Stromstärke gering ist, ist auch hohe Spannung kein Problem. Ja, aber trotzdem, es ist nicht gerade angenehm. Ja, es ist dann eher so der Effekt, wie wenn man an einen Zaun greift, an einen elektrischen Zaun. Ja. Das ist unangenehm, aber nicht ärgergefährlich. Gefährlich. Das ist auch eine Wechselspannung, sogar noch so eine Kleinigkeit. Also damit kann man sicherlich wenig anfangen, aber okay. Nur mal, um es gesagt zu haben. Stefan, du hast ein Programmierthema gehört? OberAPI, das ist eine Webseite, die APIs zusammensammelt. Also man könnte sagen Cheat Sheets für unterschiedliche Programmiersprachen. Oh. Und die sind sehr hübsch aufgebaut. Habe ich jetzt das erste Mal empfohlen bekommen, ein bisschen angeschaut. Schaut sehr nett aus. OverAPI. Over oder Ober? Over. Okay, Over. OverAPI. Für alle möglichen Sprachen. So API von Application Programming Interface. Ja, wobei ich weiß nicht, ob der Name wirklich so wörtlich zu gedacht ist, weil es hat eigentlich nicht wirklich viel mit APIs zu tun, sondern es sind halt eine ganze Menge Sprachen, die da dargestellt werden mit Cheat Sheets. Apropos API, haben Sie das mit Google und Ding und Oracle verfolgt ein bisschen? Ja. Da ist es ja zu einem Entscheid gekommen, die kloppen sich ja vor Gericht schon seit 6 Jahren oder so, weil Google die Java-API von Oracle nachgebaut hat und Oracle war das Ganze gar nicht recht. Sie haben es nicht einmal nachgebaut, sondern nochmal von einem anderen, vom Apache Harmony kopiert. Also wirklich ein freches Copy und Paste? Ja, nicht frech, das ist legitim, das ist unter der GPL und sie haben es einfach die von Apache Harmony verwendet, also die Library, das heißt, sie haben selber nicht mal die API geschrieben, sondern die war von Apache Harmony. Mhm. Ja, ich habe heute einen Bericht gelesen, heute gab es einen Entscheid, also nicht heute, sondern letzte Woche, wo Google Recht gegeben wurde, also sie dürfen diese API so verwenden. Und Google hat das natürlich gefeiert, so als Gewinn für die Open-Source-Szene auch und so. Oracles Anwälte haben genau das Gegenteil behauptet. Ja. Die GPL, das ist jetzt zu Ende mit diesem Entscheid. Das wird außer Kraft gesetzt. Also Oracle ist ja wohl das schlimmste Unternehmen, was man sich vorstellen kann. Deswegen bezeichnen es auch immer als Anwaltskanzlei mit angeschlossener Softwareentwicklung. Sagen wir mal so, es hat eine unglückliche Geschichte irgendwie mit ihren Open-Source-Projekten, die sie übernommen haben, nämlich durch die Bank. Also zum Beispiel OpenOffice haben sie sehr lieblos behandelt, beispielsweise. Java, MySQL und so, also da kann man sich schon etwas kritisch äußern, aber irgendwie... Es ist trotzdem schwierig. Also ich habe einen Artikel auf Heise gelesen und der Autor war, glaube ich, so vom Heise Developer Abteilung irgendwie ein Autor. Und der hat halt gemeint, ja, Google ist da aber schon frech in die Sache rangegangen, weil der hat sich die API schon geschnappt und ist sehenden Auges, dass dieses Rechtliche da komplett ungeklärt ist, reingelatscht. Und genauso mit dieser naiven Einstellung sind die Anwälte von Google dann noch in die Verhandlung reingelatscht, was dann natürlich schon auch etwas eine Kutzpe ist. Also zum einen, die ja jetzt sozusagen das Gerichtsurteil gefällt haben, das sind ja völlige Laien. Die haben ja sogar, der Richter hat abgelehnt, jemand, der Informatik studiert, weil er eben sich mit dem Thema befasst. Das heißt also, da hat er direkt gesagt, nein, der darf nicht in der Jury sitzen, der kennt sich damit zu gut aus. Okay, haben Sie das auch begründet, wieso Sie das mit Fachunkundigen? Ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber das hat was mit mit dem amerikanischen Recht zu tun, weil die Jurymitglieder Otto-Normalverbraucher sein müssen. Anscheinend. Da sind Geschworene dabei bei solchen Verfahren? Das waren Geschworenengerichte. Es gibt in Amerika eigentlich nur Geschworenengerichte. Das heißt also... Wirklich? Ja. Also es das gibt wusste nur, ich auch nicht. Das ist der Gegensatz zum Deutschen. Da gibt es keine Geschworenengerichte. Da gibt es höchstens Schöffengerichte. Ja, da war ich schon mal dabei. Die sind aber wesentlich niedriger gestellt und haben nicht dieselben Artmächte. Genau, das haben nur beratende Funktionen. Ja. In Amerika sind die... Das sind nur Geschworenen. Außer das oberste Gerichtshof meines Wissens der USA sind alles Jury besetzt. Also wer die Simpsons gesehen hat, der weiß, wie es aussieht. Ja, natürlich, aber ich dachte nicht, dass es nie gibt. Ja. Stimmt, und gerade bei so technischen Verhandlungen ist es ja
schon ein Wahnsinn, ja, wenn man das immer so herunterbrechen muss. Und das ist auch interessant, wie Oracle und Google dort so gesprochen haben, dass sie das voll ausgenutzt haben. Sie haben es voll ausgenutzt, dass die Jury sich mit nichts auskennt und haben Analogien aufgestellt. Ich weiß gar nicht mehr alles, die sind zum Teil haarsträubend, beider Seiten, um halt die Jury zu beeinflussen. Also meine Meinung dazu ist, dieses Gerichtsurteil hat nicht bestätigt, dass APIs nicht unter das Urheberrecht fallen. Das ist nämlich auch noch ein Irrglaube zu sagen, das ist jetzt wirklich der Befreiungsschlag, sondern dieses Gerichtsurteil hat was anderes entschieden, und zwar, obwohl es unter Urheberrecht fällt. Das heißt also, man hat das Urheberrecht auf die API, was völliger Blödsinn ist, darf man es aber verwenden, und zwar Fair Use. Okay. Google hat in diesem Fall die Fair Use-Klausel sozusagen nur anerkannt bekommen. Mehr haben die nicht anerkannt bekommen. Mhm. Also ich denke, da kommt noch eventuell was nach, was gefährlich werden könnte. Weil dieses Copyright auf APIs ist nicht gut. Das ist nämlich viel schlimmer als irgendwas anderes. Also da ist sogar das Urheberrecht auf Libraries positiv im Vergleich. Warum sagt man das? Wie bitte? Warum siehst du das so? Wenn ich eine API nachbauen möchte, dann baue ich ja selber ein eigenes Werk. Ich programmiere ein Programm, das sich nur im Prinzip genauso verhält. Das ist so, wie wenn ich jetzt sage, ich habe hier jetzt einen Stuhl gebaut. Dieser Stuhl hat die Eigenschaft, dass man sich draufsetzen kann. Das ist sozusagen eine API. Man kann sich draufsetzen. Und jetzt kommt jemand anderes und baut auch einen Stuhl, der völlig anders aussieht. Zum Beispiel nicht 4 Stuhlbeine, sondern 5 oder sowas. Oder einen Drehsessel. Man kann sie aber draufsetzen. Selbe API. Und ich sage dann, nein, das darfst du nicht, weil ich habe das Urheberrecht auf der Möglichkeit, dass man auf Dingen sitzen kann. Ich überlege gerade, ob Google und Oracle Anwälte... Eine API ist eigentlich nur ein Interface, damit du mit... Das hätten wir auch vielleicht auch noch erklären sollen am Anfang. Ja. Aber was du sagst, ist eigentlich, dass den Befehl sitzen sozusagen, den versuchst du dadurch zu patentieren. Ja, ne? Genau, richtig. Unabhängig von deiner geistigen Leistung. Überlege mir gerade, ob die Oracle und Google Anwälte auch solche Analogien verwendet haben. Ja. So beginnt es immer. Also ich habe in der Arbeit, das habe ich euch ja eh schon mal erzählt, ich habe mir eine Regel ausgebeten, bei technischen Diskussionen keine Autovergleiche. Das mich wahnsinnig macht, Autovergleiche. Und wieso musst du sowas bringen, wenn ich gerade was trinke? es ist aber so verlockend immer so. Das müsst ihr sich vorstellen, das ist ein Auto mit so und so viel. Super Vergleiche. Da gibt es herrliche Vergleiche, aber... Ich bin ein großer Fan von Autovergleichen. Ja, genau. Man kann hupen. Ich habe ein Patent auf Hupen. Genau. Nur die eine haben einen Horn und der andere hat eine Klingel. Ja, spannend, da können wir nochmal 6 Jahre warten oder 3 Jahre vielleicht, bis dann wieder mal die nächste Instanz entschieden ist. Ja, oder? Ich glaube, es gibt jetzt keine weiteren Instanzen, weil das war schon beim oberen Gerichtshof. Aber sie haben nochmal berufen. Der hat das Ganze zurückgewiesen. Ich kenne mich jetzt nicht mit den Gerichten genau aus, aber der oberste Gerichtshof hat das schon bestätigt, es gibt ein Copyright drauf. Und dann gibt es noch ein Gericht, das höher ist, was aber nur meistens sagt, nein, das behandeln wir nicht. Und dann wird es wieder an die Instanz darunter. Dann geht es ewig so weit. Genau. So eine Endlosschleife. Ich glaube, das können sie nur, wenn sie es einmal abgelehnt haben, kommt es nicht wieder. Also darf es nicht wiederkommen. Ja, also wenn das interessiert, selber nochmal nachlesen, die genauen rechtlichen Sachen. Stimmt, bei Heise haben sie es eigentlich ganz gut geschrieben. Genau. Ja. Und verständlich, also für mich zumindest. Denken, selber recherchieren. Wollte ich nur einwerfen, ja. Ich habe was Nerdiges zum Ankündigen, eine Eigenwerbung, und zwar werde ich in der letzten Juliwoche höchstwahrscheinlich in Irland ein Summercamp machen für Kinder mit einem irischen Kollegen, also wer Nachwuchs hat, den er wohin schieben möchte, dass er Englisch lernt und gleichzeitig programmieren lernt, demnächst auf die Spielen programmieren.at Homepage schauen, dort ist das dann verlinkt, es wird stattfinden im Burn Outdoor Education Center, das ist an der irischen Westküste, ziemlich in der Mitte von Irland. Und du arbeitest schon an deinem irischen Akzent? Nein, ich bin dort sogar, eins meiner Features ist, dass ich dort nicht Englisch sprechend bin, sondern Native Deutsch spreche. Das taugt dann den irischen Kindern, dass sie ein bisschen Internationalität schnuppern. Darfst du nur Deutsch sprechen? Nein, ich werde, wenn ich Programmieren unterrichte, sehe ich das meist Englisch. Ich spreche sehr österreichisches Englisch dann.
Und ja, so eine Woche halt im Freien herum so sporteln, und weil dort regnet es viel und dann ist das sehr praktisch. Wenn es nicht regnet, gehen wir raus, und wenn es regnet, tun wir drinnen programmieren. Welche Altersgruppe? Wir werden die nehmen ab 10 Jahre. 10 bis ja. Darf ich auch mitkommen? Ja, du darfst auch mitkommen, natürlich. Ja. Das wäre super. Ja. Also wir haben nämlich kein Alterslimit nach oben dezidiert. Okay. Ist eher so, du bist dann halt mit lauter Kindern. Aber man kann mit Kindern. Ja. Und das wirst du zusammen gemeinsam mit deinem Kollegen gemeinsam machen? Mit Steve Holmes, den habe ich auf der Scratch-Konferenz in Amsterdam kennengelernt. Und vielleicht macht noch der Derek mit, der ja schon hier im Podcast war. Das ist noch nicht ganz sicher. Und ja, also ich hoffe, wir kriegen genug Anmeldungen, dass wir es durchziehen können, und möchte es dann halt skalieren und öfter machen. Also. Wann genau ist es? In der letzten Juniwoche, wie du mitmachen kannst. Mhm. Nicht ich, die Kinder. Wie melden sich die Kinder an? Wir melden sich die Kinder an. Also die Homepage müssen wir jetzt erst aufsetzen. Wir haben auch jetzt noch nicht die endgültigen Preise, während ich rede. Die werden heute Abend angeblich erst ausgehandelt. Und wie man sich jetzt als österreichisches Elternteil seine Kinder anmeldet, ist so, du schreibst dorthin, es gibt eine Anmeldeform. Da steht dann auch der Preis drinnen, und für Österreich ist, da kommt noch der Flug dazu, und wir werden dann versuchen, ob wir einen gemeinsamen Flug als Gruppe organisieren können von Österreich aus. Aber jetzt geht es erst einmal also auf die Spielen programmieren.at Homepage draufklicken und dort schauen Irland, Sommercamp, und dort dann einmal sozusagen eine Absichtserklärung einschicken, dass man sein Kind hinschicken will, und schauen, ob das mit den Preisen passen wird. Das wäre der erste Schritt. Das heißt jetzt erstmal, also man muss sich noch nicht verbindlich anmelden, aber es ist für euch besser zu planen. Ja, doch, das ist dann ziemlich schnell verbindlich. Also erst einmal hinschreiben, man will und so, und dann können wir schon die Preise sagen. Okay. Wie viele Kinder könnt ihr da aufnehmen? Das ist schön für die Atmung. Naja, dieses Burn Outdoor Education Center, das ist so von der Republik Irland gesponsert, um irgendwie Tourismus dort zu fördern. Das hat, glaube ich, zwei so riesige Gebäude. Also da könnte man recht viele Kinder nehmen. Wir sind da natürlich limitiert an der Anzahl der Betreuer und der Anzahl der Computer, die wir hinschleppen. Also es haben dann, wenn wir wirklich zu viele Anmeldungen haben, werden Kinder bevorzugt ihren eigenen Computer mitbringen können. Aber Raspberry Pis. Ja, das ist auch ein bisschen schwierig, weil wir haben dort kein Internet. Wir müssen dort alles lokal aufbauen. Okay. Also wir bauen dort einen eigenen Scratch-Server, damit wir Scratch machen können. Mhm. Aber wir stellen sozusagen selber im LAN zur Verfügung. Das sind halt diverse Schwierigkeiten. Naja, ein Switch und Raspberry Pis, die brauchen wir noch nicht viel. Ja, Raspberry Pi müssen wir schauen, weil wir dann auch Monitore mitschleppen müssten. Stimmt. Hauptsächlich mobile Geräte haben. Ja, okay, Monitor ist natürlich ein Problem. Sind wir da jetzt eh nicht? Wir haben da Konkurrenz bekommen, gell? Von hinten rechts. Ja, richtig. Wir haben hinter uns sind da ja eine Störgeräuschgruppe. Hört man uns eh noch? Das ist eine gute Frage. Ist wurscht. Könnt ihr uns noch hören? Ja. Ich war schon in diesem Podcast viel schneller. Sie können uns nicht hören, schreiben Sie in die Kommentare. Es gibt sogar Musikuntermalung. Das ist noch was Besseres. Ja, das ist für die Hörer, die kennen das schon aus der Zypresse, dass irgendwo Musik im Hintergrund ist. Ja, unsere Hörer sind einiges gewohnt. Nicht, dass wir da Copyright-Probleme kriegen. Das so, wenn ja, stimmt. Deshalb gehen wir meistens nicht in Lokale oder nur in Kurdische, wo es mit dem Copyright nicht so schlimm ist. Das funktioniert, aber ja, die Varietät der Störgeräusche ist ja mannigfaltig. Von Lüftung bis die ersten Jahre immer den Brunnen da im Hintergrund. Bis Leute, die nach der Uhrzeit fragen. Ja, jetzt noch nicht aufgegeben hat. Oder Rosen verkaufen. Ja, wir haben schon wirklich alles gehabt. Flugzeuge haben wir, Hubschrauber haben wir schon gehabt. Hubschrauber war gut, ja. Jetzt sind es auch kiffende Jugendliche mit Musik. Genau. Die auf einer schönen, flauschigen Wolldecke. Ja, hinter uns. Wir sind richtig eifersüchtig auf die Wolldecke. Ja, wir haben keine, wir sitzen nämlich im nassen Gras. Wie angenehm. Ja, wir haben schon einen feuchten Popo. Fürs Podcasten. Kann ich gleich weitermachen? Ich habe ein Erfolgserlebnis gehabt. Ich suche schon seit längerem nach einer Physik-Engine für Pygame, meine Lieblings-Python-Bibliothek. Und jetzt habe ich eine hübsche gefunden, und da hat es gegeben ein Programm, das hat PyPartikel 3 geheißen, und ich lasse das laufen und ich sehe lauter weiße Punkteln, und dann bewegen sie sich langsam aufeinander zu und umkreisen sich so gegenseitig. Und jetzt habe ich da herumprogrammiert und jetzt mit einem Schüler auch schon herumprogrammiert, und also das ist jetzt noch sehr weit entfernt und wahrscheinlich fällt es in die Kategorie Projekte, die ich doch nicht fertig mache, aber derzeit schaut es so aus, als baue ich so ein kleines Simulationsspiel namens Gott, ja, wo du ein kleines Planetensystem kriegst mit Sonne und ein paar
vorgegebenen Planeten. Und ich habe es mit einem Schüler jetzt schon ausgetestet, haben wir uns überlegt, was wäre das Spielziel. Und das Spielziel ist dann, du hast einen Planet, der kreist in der habitablen Zone. Und je länger der kreist, desto mehr entwickelt sich dann eine Zivilisation. Dann kriegst du Punkte. Aber wenn du zu viel rumklickst, weil mit jedem Klick kannst du neue Kleinplaneten oder Meteore machen, dann kegelst du den halt aus der Bahn und er fliegt entweder in die Sonne rein oder aus der habitablen Zone raus oder kannst halt alles möglich dann machen. Doppelsonnen. Kannst du auch Planeten sprengen dann wieder? Ja, daran arbeite ich gerade an dem Feature. Also derzeit habe ich so, wenn zwei Planeten, die eine gewisse Größe erreicht haben, aufeinander krachen, gehen so lauter kleine Splitter weg und versuchen dann wegzufliegen, aber werden von der Schwerkraft wieder zurückgesaugt. Und also je länger man zuschaut, desto ist wie ein Bildschirm schon hat, desto mehr so Schlieren und Schlingerbewegungen gibt es. Und schaut ein bisschen so aus, wie wenn man so diese kleinen Viecher oder Spermien unter dem Mikrofon anguckt, also die so herumwuseln und so Spuren hinter sich herziehen. Ja, also extrem faszinierend. Man glaubt, das sind lebende Viecher. Das gesagt, das ist einfach jetzt nicht Spermien unter dem Mikrofon. Oh je, müssen wir hier wegwischen mal. Ja, unter dem Mikroskop, wollte ich sagen, ja. Nein, aber es ist sehr nett, sind einfach diese... Und ich dachte, es sei Ayran. Oh Gott. Einfach diese newtonschen Gravitationskontenance. Beide Anna genieren sich gerade. Wo bin ich gelandet? Ich habe ein Thema, was da drauf passt. Bitte, ja. Ich habe ein neues Wort gelernt. Und zwar? Ein paar von euch habe ich schon damit segiert und es passt so schön zu den Spermien unter deinem Mikroskop. Kennt ihr das Wort Ferrosexualität? Fero? Ja. Ich schon. Ja, ich habe schon signiert damit. Ich weiß nicht, aber das muss das irgendwas Griechisches sein. Ja, wobei ich habe es bewusst. Das ist irgendwas also mit Geruch. Ferro, zwei R's. Ferro, irgendwas Ferro. Mit Eisen. Irgendwas mit Eisen. Eisen und Sexualität. Wo ich das Wort das erste Mal gehört habe, habe ich einen ähnlichen Gesichtsausdruck gemacht wie du gerade. Hat wer Vorschläge, was das ist? Ferrosexualität. Irgendwas mit Rost. Wenn sich Roboter vermehren. Oder irgendwas mit Blut vielleicht. Das hat wahrscheinlich gar nichts mit Sex zu tun. Ja. Schon. Ist so. Nein, hat nichts damit zu tun. Leider. Einen anderen Ausdruck für diese Fetischisten, das ist Pufferküsser. Hä? Ah, Leute, die nicht einpacken können, oder was? Nein. Sondern? Nein. Ach so, ein Autounfall. Schwellenzähler. Ach so, die ein bisschen zu schnell über Schwurbel fahren. Nein, Eisenbahnfreaks sind. Eisenbahnfreaks. Und die sind ferrosexuell. Die sind ferrosexuell, ja. Dass sie sich auf den Gleisen so reiben, oder wie? Ich glaube, du stehst dir schon ein bisschen zu viel vor. Das machen manche. Tatsächlich. Ich kenne einen. Die legen sich bitte nach was? Und gehen dann wieder weg und freuen sich, dass sie es überleben. Auch in anderen Kontext. Ach so, auf die Gleise legen. Also zwischen die Gleise. Ja, und das war Indianer, der... Nein, einfach um die Nähe zur Eisenbahn zu haben, zum Zug. Kann ich schon nachvollziehen. Naja, das hat ja dann doch ein bisschen was von Fetisch. Ja. Okay. Aber was ist jetzt da, wo hast du das her, Ferrosexualität? Von einem Blogpost, den die Anna verlinkt hat, aber scheinbar nicht vollständig gelesen hat. Da habe ich es dann irgendwie weiter recherchiert und aber doch, das Wort ist interessant. Ich kann nicht das Internet leer lesen. Nein, ja? Ja, ach stimmt, das habe ich ja noch gar nicht. Sie ist rot angelaufen übrigens. Bei dem Artikel und hat weggeklickt. Aber es ist kein Terminus Technicus, oder? Es ist eher so Urban Dictionary. Nein, wirklich. Ja, das kann ja sein heutzutage. Aber wir könnten dafür sorgen. Ja, genau richtig. Das muss man mal eine klare Trennlinie ziehen. Ja, ich bin, der Bärte war gestern. Heutzutage. Ich bin total schuld. Das war eine Sammlung von... waren es Tumblr-Blogs? Tumblr ist es, glaube ich. Instagram. Eine Instagram-Sammlung von Fotos, die von, was setzt man es, Public Transportation Organizations, die haben ihre Accounts und da gibt es welche, die bringen irgendwie total coole Fotos und dort, ich habe so eine Sammlung von so Foto-Accounts gefunden eben und hatte das irgendwo notiert und Stefan hat es gefunden. Im Titanpad. Okay. Schön laut bitte, wir müssen gegen die Musik jetzt anpassen. Ja. Jawohl. Ich setze mich mal wir näher, setzen's näher an ans Mikro. Gut, eher genau, Anna, näher ans Mikro. Anna, näher ans Mikro. mehr wollte ich dazu gar nicht sagen. Da gibt es irgendwie sehr ganz, ganz hübsche Fotos. Also die machen sie zum Teil richtig Mühe. Du hast doch gesagt, dir wurde ein Fahrrad gestohlen oder du weißt jetzt, wie man damit umgeht. Mir wurde interessanterweise noch überhaupt nie ein Fahrrad gestohlen. Das verblüfft mich dafür, dass ich so lange in München gelebt habe. Aber
es werden gelegentlich Fahrräder gestohlen und ich habe einen Artikel gefunden, der erklärt ganz schön, was man machen muss, beziehungsweise was man machen darf oder auch nicht machen darf, wenn man sein Fahrrad wiederfindet und es ist aber angekettet, weil wenn man das dann nämlich zum Beispiel mit einem Bolzenschneider die Kette aufschneiden würde, dann wäre das auch wieder Diebstahl und deswegen darf man das nicht. Also man darf einem Dieb das gestohlene... Nein, man darf dem Dieb auch, wenn man es zweifelsfrei identifiziert, darf man dem Dieb das gestohlene Fahrrad nicht zurückstehlen. Aha. Was man schon machen darf, ist die Polizei benachrichtigen und die haben dann in dem Fall derer, die diesen Artikel geschrieben hat, die hat das Fahrrad von ihrem Mann oder so, das heißgeliebte Rad von ihrem Mann wiedergefunden, die haben dem das dann nochmal angekettet, also mit einem eigenen Schloss. Das hat er selber auch nicht mehr. Das und eben einen Zettel dazu geschrieben, er möge doch bitte dieses andere Schloss wieder abmachen, weil oder auf die Wache kommen und erklären, warum das sein Rad wäre. Und in dem Fall war es dann so, dass er tatsächlich das Schloss abgemacht hatte und dann hat er wenigstens sein Schloss gehabt. Genau, und die Polizei hat das andere Schloss wieder abgemacht. Aber zurückstehlen darfst du es eben nicht. Also ich weiß, dass man, wenn jemand etwas gestohlen hat, dass man es sich zurücknehmen darf. Man darf nur nicht eine Straftat gleichzeitig begehen, indem man irgendwo einbricht. Ja, und das ist aber... Das ist, wenn du das Schloss aufbrichst, dann ist das ja Sachbeschädigung. Das ist Sachbeschädigung, das genau. Das darf man nicht. Aber also, wenn es bloß so irgendwo rumsteht, ja, dann kannst du es wieder mitnehmen. Also es ist kein Diebstahl dadurch, dass man es dann wieder mitnimmt, sondern es ist Sachbeschädigung, weil man die Kette kaputt gemacht hat. Das ist jedenfalls der Stand, Ich habe das jetzt nur aus dem Artikel zitiert, da ging es um darf man es wieder zurückstehlen. Aber ja, das ist richtig, stimmt, wenn man es so genau nimmt. Also wenn die Tür offen steht und du weißt, der hat es, dann darfst du bei ihm reinlatschen, es nehmen und das höchstens Hausfriedensbruch. Das ist dann vielleicht Hausfriedensbruch, ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Apropos Fahrrad stehlen. Apropos Fahrradstehen, meine Fahrradgeschichte, die ist schon ein bisschen her, das war, wo ich nach Wien gekommen bin und irgendwie nicht viel Geld und ich, sollen wir Platz wechseln? Ja, machen wir einen Platz wechseln. Genau, machen wir das einfach. Ich erzähle genießen weiter. Sie ja, jetzt die Jeopardy-Melodie. Nein, wir können ja weitererzählen. Das ist okay, oder? Ja. So. Kann keiner jetzt gerade eine Pause drücken? Nein, ich glaube, wir nicht mit zwei Dosen. Wir machen das einfach ganz ohne Pause. Gedacht, dass ich die kurdischen Männerkarriere vom Gabi vermisse. Habt ihr alles? Ich hätte noch Handfrei zum Zeug tragen. Ja, ich habe so. Achtung. Ah, gerne, danke. Ja? Grapefruit-Radler. Ich bin immer noch völlig fasziniert, dass der Dennis einen Grapefruit-Radler. Ah, das habe ich mir letztens selber gemacht. Ich habe mir die Marke sagen wir jetzt nicht. Von dir werden wir nicht gesponsert. Noch nicht. Und das kommt dann kann ich darauf anlegen. Und jetzt habe ich es im Supermarkt gefunden. Ich glaube, der Gregor nimmt immer noch auf, oder? Ja. Das ist auch so der Plan. Habe ich nicht so verstanden. Live-Übersiedlung, ja? Ja. So, auf diese andere grüne Fleckerl. Sollen wir hier schon? Ja. Ist euer Popo auch so nass? Ich habe den Wolkenlober drunter. Nein, es geht schon. Jetzt ist eh schon zu spät. Ist ja wurscht. Na, hier ist dreckig. Hier sollten wir nicht vielleicht. Wo ist hier dreckig? Feuerzeugmüll auf dem Boden. Das geht gar nicht. Oh, danke schön. So, jetzt aber. Vielleicht dort drüben. Das wird's? Ja. Gut. Jetzt mache ich mit meiner Geschichte weiter. So, die Zuschauer haben in der Zeit dann Jeopardy oder sowas gehört. Das kann ich da boden. Ah, super, danke. Okay, ich habe einen Stoffsackel bekommen. Das ist ein Tote Bag. Habt ihr das gleiche? Nein, das ist anders. Ja, zeig mal. Spezialisten. Ich will noch. Klebemonster. Klebemonster-Objekt. Ach, also, hoch hinaus. Ich habe gelesen, ich will noch hinaus. Lieber, das ist Anna, eher ein Hundetag. Du bist vor 10 Jahren nach Wien gekommen oder so, hat deine Geschichte gesagt. Das ist schon länger her. Das ist eigentlich schon 14 Jahre her. Okay. Zeit vergeht. Und ja, und ich habe mir billiger Fahrrad besorgt. Ich sage jetzt nicht wo. So zweiter Hand. Beim Nachbarn. Nicht beim Nachbarn. Nein, ich habe wirklich Geld. Schöne Überleitung. Welche Überleitung? Vom Fahrradsteckerstall-Thema. Ich habe Geld auf den Tresen gelegt und habe dieses Fahrrad, das war irgendwie so ein silbernes Mountainbike.
Und dann fahre ich mit dem auf die Uni und hänge es dort an und dann kommt ein Kollege auf mich zu. Ich habe Geschichte studiert damals. Und sagt so, hey, genau dieses Fahrrad ist einer Freundin von mir gestohlen worden vor letzte Woche oder so. Weil da stand nämlich Ide drauf. Also ich glaube, die Marke war Spider. Also gesagt, das war jetzt eine billige Marke. Und da haben sie halt das andere weggekletzelt und dann war nur mehr Ide, weil die heißt Ide. Und ich so, das kann nicht sein. Und ich habe es am Anfang abgestimmt, ich wollte mich dann nicht damit beschäftigen und so. Und dann irgendwann sagt er so, du, aber das muss ihr Fahrrad sein. Und es ist eigentlich schon, Wien ist schon groß, oder? Es ist schon eigentlich seltsam, dass es so passieren kann. Ja, dann war das wirklich ihr Fahrrad. Rock. Und dann sind wir auf die Polizei. Und die Polizei ist dann gemeinsam mit uns zu einem Händler und der hat uns das Geld zurückgegeben. Sie hat das Fahrrad, also ich hatte das Geld zurückbekommen, sie hat das Fahrrad bekommen und dann war es für alle. Ah, es gab keine Anzeige. Es gab keine Anzeige. Die Polizei hat selber gemeint, wir sollen keine Anzeige, weil das bringt eh nichts. Er hat gesagt, er hat es halt von irgendjemandem gekauft und er kennt den nicht und weiß nichts und hin und her. Und war nicht mehr genau der Rang. Ja, so war die Geschichte. Ich habe auch eine Fahrradgeschichte. Das war zu der Zeit, wo ich zwar in Wien gearbeitet habe, also studiert habe, aber noch nicht gewohnt habe in Wien. Da bin ich mit dem Zug immer nach Hütteldorf gefahren. Dort hatte ich mein Fahrrad stehen und bin dann immer mit dem Fahrrad auf die Kufener Sternwarte zur Arbeit gefahren. Und eines Tages in der Früh kam ich an mein Fahrrad und dort hing nicht nur mein Schloss dran, sondern auch ein fremdes Schloss. Mit Zettel melden Sie sich bei der Polizei. Nein, ohne Zettel. Ich habe mich daraufhin bei der Polizei gemeldet. Also ich bin dort jetzt gleich ums Eck dann eine Wachstube. Bin zu den Beamten dort hingegangen und gesagt, ich hätte gern mein Fahrrad und ob sie mir da helfen können. Haben sie gesagt, na, da können sie mir nicht helfen dabei. Das ist mein eigenes Problem. Aha. Habe ich gesagt, ja, und was kann ich jetzt machen? Wie ist das mit dem Schloss und so? Darf ich das aufzwicken, das andere Schloss? Hat er gesagt, wenn das ihr Fahrrad ist, dürfen sie auch ein fremdes Schloss drauf aufzwicken. Genau das Gegenteil. Natürlich hat man nicht immer so gleich einen Bolzenschneider dabei. Bin dann dort auf die Sternwarte gefahren, wo ich gearbeitet habe und habe mir von dort einen Bunsenbrenner geholt mit der Idee, dass man das gehärteten Stahl noch einmal erhitzt, dass man es durchsägen kann. Bin also mit dem Bunsenbrenner dorthin, versucht das aufzuheizen, aufzusägen, das hat nichts gebracht. Also gehärteten Stahl kriegt man auf die Art und Weise nicht auf die Reihe. Und ich habe dran herumgesägt und so weiter. Und das alles war beim Bahnhof Hütteldorf in unmittelbarer Sichtweite vom Taxistandplatz. Woraufhin natürlich einige Taxifahrer geglaubt haben, dass ich da gerade ein Fahrrad klauen will und die Polizei benachrichtigt haben. Der Versuch ist gescheitert, das habe ich eingesehen und war schon am Fußweg wieder zur Polizeiwachstube, um sie nach weiteren Tipps zu fragen, wie ich denn jetzt weitergehe, weil ich das Rad nicht aufgeben und so. Und gehe wirklich zu Fuß mit so einer großen Bügelsäge in der Hand Richtung Wachstube. Auf einmal neben mir Blaulicht. Halt, bleiben Sie stehen. Kommen Sie gerade vom Bahnhof Hütteldorf? Ja. Haben Sie dort an einem Fahrrad herumgesägt? Ja. War das Ihr Schloss, an dem Sie da gesägt haben? Sehr clever. Nein. Aber ich habe das schon Ihren Kollegen erzählt. Die sind da vorne in der Wachstube und ich bin auch gerade wieder am Weg in die Wachstube. Der Blick von den beiden war herrlich. Also das glauben wir nie. Daraufhin war dann so, na gut, dann werden wir Sie jetzt begleiten. Eine von den beiden ausgestiegen, mit mir gegangen und währenddessen die ganze Zeit der Kollege mit Blaulicht weiterhin mit mir gefahren. Im Schritttempo. Im Schritttempo. Und so mit der Säge in der Hand. Es war herrlich. Können Sie mal bitte halten. Ja. Bin dann eben rein auf die Wachstube und gesagt, ja, das gleiche Problem wie in der Früh und wie kann ich jetzt weiter tun und so. Und der Kollege von der Früh von Ihnen wird sehr wahrscheinlich eh wissen, wir wissen von nichts, Sie waren bei uns. Dann von hinten einer von der Mittagspause kommen, so mit Leberkäse. Ich komme dann gleich, okay, das haben wir gehabt. Und dann der Funkspruch, das habe ich dann auch noch gehört.
Der Verdächtige ist gestellt, der Verdächtige ist kein Verdächtiger. Wurde wieder unverdächtig. Und wo ich dann das nächste Mal zum Bahnhof hingegangen bin, da war das andere Schloss dann entfernt. Also der dürfte mitgekriegt haben, dass da langsam jetzt in seinem Schloss an den Kragen geht und dann habe ich wieder fahren können. Aber nur mein Dienstwaffeneinsatz zur Schlossentfernung hast du nicht. Ich glaube, das hätten sie auch nicht gemacht. Nein. Das funktioniert auch nicht. Damit kannst du noch nicht mal Speichen durchschießen, höchstens einen Reifen. Ich glaube, das Einzige, was gegangen ist, ist ein großer Bolzenschneider. Und da bin ich nicht einmal sicher, ob er normal erreicht. Da kannst du dann wahrscheinlich die Feuerwehr holen. Und deren. Eine Flex. Ja. Ja, das Problem ist, für Flex brauchst du einen Stromanschluss. Den habe ich dort auch nicht gehabt, wirklich nicht. Also das war eben so die Bedingung, deswegen auch den Bunsenbrenner mitgehabt, damit es was ist ohne Stromanschluss. Ja, das war nicht so nett. Ich habe vor kurzem mit Fehlerfahrrad abgesperrt, also mein Nebenfahrrad vor dem Bunker, so war das. So nett. Und es war irgendwie in der Früh und sie war total gestresst und ich mache so. Und ich habe das Bremskabel von dem anderen Fahrrad mitgesperrt. Mit eingesperrt. Oh je. Und ich kam halt zurück und dann war so ein Zettel so: Das nächste Mal, pass bitte besser auf, wenn du dein Fahrrad absperrst. Und ich habe zum Glück geschafft, das Kabel zu befreien und bin jetzt weg. Sorry. Ich entschuldige, falls du zuhörst, entschuldige mich. Ich weiß nicht, bis heute nicht, wer es war, welcher Kollege das war oder Kollegin. Und du glaubst aber, die haben gewusst, dass du es warst, das ist dein Fahrrad bekannt. Mein stand am Zettel dein Name? Oder? Nein. Da stand Ide dran. Das war die erste Fahrradgeschichte. Ich weiß. Du meinst, sie geht weiter. Sie verfolgen mich jetzt. Ja, natürlich. Ja, ist möglich. Weil diese Fahrradhalterungen in Wien, die machen es einem leicht, versehentlich falsche Fahrräder einzusperren. Mir ist es auch schon beinahe passiert. Irgendwann schaffe ich das noch. Weil die lehnen ja immer so zwei Räder aneinander. Ja. Kann mit meinem Rad nicht passieren. Ja. Wieso? Ja, das ist ein spezielles Rad. Meins steht auch ohne Ständer. Weil du einen Ständer drauf hast. Ein Dreirad. Okay. Er fährt immer mit so einem Dreirad und Stützräder so. Ich habe es ja noch nie gesehen, das berühmte. Ah ja, du hast es ja immer noch nicht gesehen. Ich wollte auf Foto. Friday Night Skating. Da bin ich bei meinem Bruder. Moment, aber in irgendeinem Bierdacher-Podcast haben wir Fotos von deinem. Ah, das kann sein, dass er in meinem Rucksack verlinkt ist. Du musst das nicht auch irgendwo ansperren. Naja, es reicht, wenn ich meine Räder absperre, weil dann sind automatisch zwei Räder blockiert und dann kann man das zu tragen. Das ist schwer, ja, wegzutragen. Also ich sperre es, wenn es geht, irgendwo noch zusätzlich dran ab, aber muss ich nicht unbedingt. Wie schaut's aus? Erzähl mal von diesem Podcast-Treffen, wo fast alle anwesend waren. Ach nee, also das ist schon langweilig, nochmal davon zu hören, obwohl ich war ja gar nicht dabei. Hast du schon das Vorträge angeschaut, Dennis, oder so? Nein. Das liegt daran, dass sie noch nicht publiziert worden sind, glaube ich. Ach so, okay. Das ist dann ein guter Grund. Das ist eine gute Ausrede. Das ist auch eine gute Ausrede. Hättest du sagen können. Dann würde ich sagen, fragen wir die Anna, du warst die einzige Nicht-Podcasterin auf dem Podcast. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht? Es waren ganz viele Nicht-Podcaster. Du tust so, als ob ich die Einzige wäre. Waren nicht mehrere Nicht-Podcaster. Sagen wir mal so, jetzt. Gerade jetzt. Hier zumindest bist du die Einzige, die da war, die keine Podcasterin war. Von dieser Runde, ja. Das stimmt. Wir haben dich auch überhaupt noch nicht vorgestellt, Anna, eigentlich, oder? Willst du nicht kurz erzählen? Willst du anonym bleiben als Anna? Ja. Oder bist du anonym? Das ist voll okay. Ist okay. Die Stimme okay, erstmal. Eine der vielen Annas in unserer Runde. Du hättest dir schon einiges verraten. Über mit Fahrräder. Deinen Geschichten und so. Über schon Fahrräder. Viele Details waren. Mir ist letztes Jahr sogar noch ein Fahrrad geschont in San Francisco. Das ist ja die berühmt-berüchtigte Fahrrad-Klaustadt überhaupt. Aber wurscht. Reden wir über das Podcast-Treffen. Mhm. Okay. Soll ich jetzt anfangen? Ja, weil du hast eine Nicht-Podcast-Perspektive. Der Tim Pritloff war da. Ui. Er hat sogar bei uns zu Hause geschlafen. Und er ist Brei zum Frühstück, das weiß ich jetzt. Ah. Also das heißt, du er hast hat meinen Brei gegessen. Das heißt, du hast Tim Pritloff gehostet. Im ersten Moment verstanden, er ist Brei beim Frühstück. Ja, ich auch. Schon in der Früh. Aber Brei ist doch nichts Ungewöhnliches. Ich esse auch durchaus gern Brei zum Frühstück. Mein Freund nicht. Porridge, oder? Sowas, ja genau. So, okay. Porridge. Das ist jetzt total modern. Ich höre die ganze Zeit von überall Porridge essen. Ja, und ist der Tim Pritloff so wie der Stallmann, dass man ihn so privat hosten muss? Oder war das zufällig? Er kennt den Mann. Er kennt den Manfred ein bisschen und. Dadurch, okay. Genau. Also, er hat halt einen Schlafplatz sucht in Wien. Okay, ja. Und wir haben ja noch praktischerweise 5 Minuten von der Location. Also, es war im Sektor 5. Mhm. Ein Coworking Space im 5. Und das war dann ganz praktisch, da zu wohnen.
Was kann ich noch? Soll ich noch Trivia über ihn verraten? Bitte, ja. Ja, gern. Alles klar. Ich glaube, er war sehr schön. Redet er ohne Mikro oder tut er nur so die Tischung? Wie redet er ohne Mikro? Genau, das ist eine gute Frage. Ich mache später, weil ich muss mir überlegen, was ich sagen darf und was ich nicht sagen darf. Weil ich habe sowas unterschrieben, weißt du. Moment, genau. Erst reden, dann denken. Das machen hier alle so. Also was musstest du unterschreiben? Genau. Nein, aber es war spannend. Ich versuche jetzt Thema zu wechseln. Ja, genau. Viel Glück bei der Überleitung. Ablenkung. Red dich aus. Aber an guten Themenüberleitungen sind wir Spezialisten. Du warst auf einer Podcasting-Veranstaltung, obwohl du nicht Podcast-Test. Warum? Damals noch nicht Podcast-Test. Weil ich den Daniel kenne. Ich habe ganz früher mal, 2012, hat Daniel Messner hat die Stimme der Kulturwissenschaften gemacht in Wien, einen Podcast, der jetzt gerade nicht mehr weiterläuft, aber dafür macht er einen anderen tollen Podcast, Zeitsprung. Den Zeitsprung. Ich will immer Zeitsprünge sagen, der heißt Zeitsprung, einen ganz tollen Geschichte-Podcast, wo es um Geschichten aus der Geschichte geht, so Werbung. Und und da habe ich ein paar Folgen mitgemacht. Und ich habe aber gleichzeitig angefangen, auch so fürs Radio zu arbeiten. Und, das heißt, du hast bei Stimmen der Kulturwissenschaft mitgepodcastet? Ja, ganz am Anfang. Du bist Podcast-Veteranin. Ja, und ich habe sogar kurz einen eigenen Podcast aufgemacht. Also, na, hört. Aber da waren nur zwei. Das zählt alles nicht. Und ja. Damit bist du weiter als ich. Ich habe nicht einen einzigen Podcast bisher aufgemacht. Obwohl ich schon darauf hingewiesen worden bin, dass ich mal einen machen sollte. Also, ja. Wirklich von dir. Nein, ich muss mich jetzt korrigieren. Richtig eigens gemacht habe ich nicht, sondern der Plan war damals, so eine Podcast-Plattform zu machen. ETA.fm hieß das. Wir haben da ein bisschen Förderung bekommen von der Net-Idee. Und das ging mit dem Daniel und mit Martin der Steiner. Das war von der Uni aus. Und da gab es große Pläne und die sind aber dann nicht ganz so entwickelt, wie gedacht. Das heißt, ihr hattet vor, eine Plattform aufzumachen, wo andere ihre Podcasts betreiben konnten? Wir wollten Podcasts starten und da gab es auch ganz ein paar Ideen für, welche Technologien man da auch entwickeln könnte oder anstößen könnte und weiterdenken könnte. So, keine Ahnung, Audio durchsuchbar machen und Audio durchsuchbar machen, ja, das sind ja das ist eine interessante Idee. Okay, das ist wirklich. Einen Satz noch zu den Stimmen der Kulturwissenschaften, das hat so nach Vergangenheit geklungen, das ist durchaus noch hörbar. Es ist noch hörbar. Es gibt noch die Webseite und man kann die Episoden alle hören und die sind auch durchaus einige noch aktuell oder die meisten eigentlich fast sind noch aktuell. Ich habe einige davon gehört, hat viel Spaß gemacht. Genau. So, und jetzt bin ich vollkommen im Wald gelandet. Über den Daniel hast du sozusagen den Kontakt zur Podcast-Szene gehabt, wenn auch locker. Genau. Und ich finde, ich höre auch total viele Podcasts. Also du bist Podcast-Hörerin. Ich bin Podcast-Hörerin. Okay. Aber ich muss sagen, ich höre ja viel die Amis. Ich bin Fan der gebauten Geschichten. So Radiolab und... Das können die Amis gut. Ja. Moment, was für... Ich kenne mich mit Podcasts nicht aus. Ich meine keine Laber-Podcasts. Ich meine gebaute Stücke. Ach so, okay. Eine Sendung. Mit Struktur, das wovon ich träume. Eine Geschichte. Und so, klar. Aber es ist ja nur die halbe Wahrheit oder so. Man kann ja Audioerzeugnisse von dir auch abonnieren, prinzipiell. Kann man, ja. Genau, das funktioniert also schon. Genau, das geht. Würdest du das dann Podcast nennen? Also mich interessiert dieser ewige Wettstreit zwischen Podcast und Radio und Radio und OKW und Podcast und so. Nennst du alles das, was du machst? Anonymität. Nennst du das, was du machst? Dann Podcast, wenn es so abonnierbar ist oder es. Also wenn du das, was du machst, auch als Podcast zur Verfügung steht, sind natürlich schon technisch Podcasts, aber es ist halt nur eine Auslieferung in Podcast-Form. Also, und ich finde das halt ein bisschen cheap, wenn ich mich da jetzt als Podcast. Nein, das wäre Blödsinn. Es wird aufgenommen, es wird im Internet publiziert. Also für mich ist das ein Podcast. Ja, aber wir machen es fürs Radio und liefern es halt über Podcast aus. Auch. Auch. Ja. Und
Ihr als Primärradio. Ja. Hm? Weißt du, ich finde das zum Beispiel cool und vielleicht schaffen wir das ja auch irgendwann mal beim öffentlich-rechtlichen österreichischen Radio, wie sie das bei der BBC machen. Da machen sie zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du die Sendung Click? BBC Click läuft auf Radio 4, die höre ich auch sehr gern. Mhm. Und die machen dann, die haben ihre Live-Sendung, die haben eine Live-Sendung, die geht eine halbe Stunde. Mhm. Und die starten mit dem Podcast, die machen ein Intro, ein Podcast-Intro und ein Podcast-Outro. Haben dazwischen dann die Live-Sendung. Und das sehe ich dann schon wieder als eigenen Podcast, weil da machst du wieder was ein bisschen Zusätzliches. Mhm. Und du hast, du wendest dich an die Community. Die Radiohörer hören weder das Intro noch das Outro. Genau. Okay. Und da lesen sie dann am Ende, lesen sie Kommentare vor, die halt auf die Facebook oder Twitter reingekommen sind. Ach so, also es ist nicht nur die reine Radiosendung auch als Podcast rausgeworfen, sondern wirklich ein bisschen ein eigenes Produktionsmehrwert. Genau, vorne und hinten noch ein paar Minuten. Mhm. Wo sie noch, und hinten haben sie dann noch die Interviewpartner, die sie in der Sendung haben, haben sie noch ein bisschen länger. Also man kriegt extra Content. Genau. Mhm. Sowas würde ich dann schon als eher, also das ist sicherlich ein Podcast. Aber wenn du nur eins zu eins das Radioprogramm ins Internet stellst. Ja, das ist so ganz ohne Labern. Ich würde es eher sagen, ja, in dem Grunde hat genau, jemand... Genau, Podcast gehört labern. Ja, nee, nicht unbedingt. Aber ich würde eher sagen, der Podcast wurde, bevor es im Internet veröffentlicht wurde, versehentlich auch schon im Radio abgespielt. Ja. Nein, ich finde ja, dass schon Podcast hat eine andere Qualität, hat eine andere Stimmung. Also es klingt, näher. Es klingt ein bisschen... Privater, ja. Stimmt. Also du hast jetzt das Gefühl, du redest wirklich mit einer Person und hier im Radio haben wir halt schon noch immer wir wenden uns an eine größere Gruppe von Hörern. Ja, das machen wir hier im Podcast nicht. Nein, wir versuchen krampfhaft die Anzahl der Hörer zu senken. Es klappt einfach nicht. Nein, so meinte ich das nicht. Aber dass man halt solche Dinge machen kann, wie halt, dass man so einfach so vor sich hin plaudert und irgendwie also, einen Scheiß erzählt auch hin und wieder. Lieber Hörer, bewusst in der Einzahl, bleib uns treu. Genau. Wir haben ja auch nicht so viele Hörer, denn ja auch von Tag zu Tag weniger. Genau. Habt ihr auch nur noch einen? Nein, noch mehr als einen. Größer als okay. Eins, das ist sicher. Aber als sozusagen hauptsächlich Radiomensch, wie war dein Eindruck von der Unsubscribe? Spannend. Ich habe nicht alles gesehen, muss ich sagen. Ich musste zwischendurch weg. Aber ich meine, mir hat gut auch der Talk gefallen von der Ines Volkhäufler. Ja, das fand ich auch spannend. Also die hat gesprochen, die Ines Häufler ist, was ist sie, Dramaturgin in Wien und macht so, also sie ist ein Tausendsasser, hatte ich so das Gefühl von dem, was sie so erzählt hat. Ja, das waren einige Offen. Film-Dramaturgin und Autorin. Und Beratend, glaube ich, auch für Leute, die Geschichten schreiben, diese Geschichten noch besser zu machen. Und hat wohl auch für Runtastic, für diese App, so ein Story-Running-Ding gemacht. Was ich ja da habe ich ja zum ersten Mal so aufgehorcht. Ne? Ja. Also ich habe Runtastic schon mal verwendet, auch diese Run-Story so mal gesehen, aber ich habe die Story selber nie ausprobiert. Aber ich fand witzig, weil sie gerade so diesen Einstiegspunkt irgendwie erwähnt hat und das finde ich einen sehr exotischen Einstiegspunkt in diese Audio-Produktion. Na und sie will halt jetzt demnächst offenbar für so einen Kulturbetrieb, hauptsächlich so, glaube ich, in Museen, will die so Story-Format entwickeln anhand von spezifischen Dingen, die im Museum hängen. Will sie halt so mit, mit fiktionalen und realen Elementen halt Audio-Stories machen, die halt cooler sind als die klassischen Audio-Guides, die man halt so im Museum hat. Und das fand ich ganz spannend, so als Idee. Ja, generell. Also Museen und ich weiß das ja so ein bisschen, kriege ich das am Rande mit vom Markt. Man bemüht sich ja schon, die Museen auch näher in die Gesellschaft reinzubringen und da gibt es auch verschiedene Ansätze oder so. Und das ist halt immer einfacher als getan, wenn man so sagt, so ja, und dann machen wir eine App für diese Ausstellung und so. Das klingt ganz toll, aber das ist dann wirklich was Nachhaltiges und was man dann auch wirklich einen Mehrbezug dazu bekommt zu produzieren, ist dann im Endeffekt gar nicht so einfach. Dabei wäre das jetzt irgendwie die Möglichkeit da, weil die Museen öffnen langsam so ihre Datenbanken, man kann da eigentlich darauf zugreifen und da wären jede Menge Möglichkeiten. Und jetzt bin ich auch auf einem Berliner Podcast, ihr seid der Republika, bin ich drauf gestoßen, da ist mir da exponiert
heißt das so? Ach ja, die Ulrike mit exponierten. Genau, Personen. Das ist eine okay. Berliner Podcasterin, glaube ich. Ja. Was macht die? Und die besucht Ausstellungen. Und, die, und nimmt immer jemanden mit, den sie mehr oder weniger gut kennt. Die geht wahnsinnig gerne überhaupt in Museen, mhm. vor allem in Museen, und nimmt aber immer noch quasi so eine neutrale Stimme mit mhm. und spricht mit den Leuten dann und erlebt diese Museen mhm. und tauscht sich aus, wie sie das empfinden. Also nicht nur das, was sie sehen, sondern auch, wie es präsentiert ist und so. Das ist ein ganz toller Podcast. Exponiert. Ja, andere Eindrücke vom Samstag. Ich möchte dazu sagen, noch die Ines hat auch einen sehr netten Blog geschrieben über die Unsubscribe. Mhm. Und also wo sie auch so Twitter-Meldungen einbindet. Snapchat. Ja, und sie hat ganz cool Snapchat und gleich schon bevor sie zum Treffen geht, hat sie sich so selber in Hochaufnahme aufgenommen. Ja, ich habe es mir auch angeschaut. Super. Gar nicht auf Snapchat, obwohl ich es jetzt installiert habe, sondern auf YouTube. Du kriegst es auf YouTube, ja. Für die alten Leute. Ja, die alten Leute. Ich hätte ja, das war mal zu kompliziert und das Snapchat. Das wirklich. Ja. Ich bin nicht alt und Snapchat benutze ich auch nicht. Das muss ich machen jetzt. Jetzt mal ran, Dennis. Du bist der ideale Snapchatter, glaube ich. Der was? Ideal? Ideal, ja. Also geeignet, sehr höchst geeignet dafür. Nein, er hat ja gesagt, er ist nicht alt und er nutzt nicht Snapchat. Mhm. Ja. Ja. Er nutzt auch nicht Twitter, wenn wir schon dabei sind. Das stimmt, ich habe auch keinen Twitter. Man hört Facebook. Auch nicht Podcast. Ja, keine Podcasts. Auch was weiter. Du machst nur Podcasts. Genau. Nein, mache ich auch nicht. Ich bin hier nur da Gast. Ja, ich sitze hier nur und glaube, ich lese meine Zeitung, aber dann. Okay. Ja. Nur um zu abschließen, seit der Republika verfolgt mich dieses Snapchat und immer mit derselben Frage mit so, wozu? Immer. Kann und auf der Republika war schon das der stehende Scherz und heute habe ich eine alte Bekannte wieder getroffen. Ach, das, wir wollten halt auch irgendwie Kontakte austauschen und so. Und wo bin ich? Und dann zähle ich halt alles auf. Ich habe gesagt, okay, ich habe meine Menschen wieder aufgegeben. Ich bin jetzt bei WhatsApp, Signal und Snapchat bin ich jetzt neuerdings auch und so. Und genau dieselbe Frage, wie aus der Pistole geschossen. Wozu? Ja, genau. Also ich verstehe Snapchat nicht so in der Richtung. Naja. Tja. Nochmal. Kurz nochmal jetzt auch in diesem Podcast. Ich glaube, ich werde mal recherchieren, was Snapchat ist und wozu es da ist und die Frage, wozu, versuchen zu beantworten, aber es nicht verwenden. Okay. Also ich habe es ja nach wie vor so verstanden, wie die Ines das halt auch versteht. Du willst halt schnell irgendjemandem irgendwas erzählen und da geht es jetzt nicht in erster Linie darum, dass die Qualität toll ist, sondern dass du halt schnell was erzählen möchtest. Ja, einfach so, mal machen. So sehe ich das. Ja, genau. Ich habe es jetzt auch, aber ich habe es nicht benutzt. Ja, die Ines ist schuld. Ich sehe schon die anonymen Snapchat-User-Gruppen. Hallo, ich bin Anna und benutze Snapchat. Nein, ich benutze ja nicht. Das ist das. Hallo, die Anna. Die anonymen Snapchat-Nicht-Benutzer. So schaut es nämlich aus. Okay, ich habe noch eine Frage zu den Museen gehabt. Ja. Hast du dir das so vor... ich meine, ich kenne ja diese Museen-App, die sind ja ähnlich tragisch wie diese Stadtführungs-Apps. Und hast du dir das jetzt so vorgestellt, dass ihr irgendjemand quasi über so ein Museum so eine App macht? Oder das, weil das, das was die Ines vorgestellt hat, die möchte ja in Kooperation mit den Museen. Genau, richtig. Nein, das sind ja auch Kooperationen. Also okay. die entwickelt werden, das sind dann zwar schon externe, aber das... wird dann schon in Kooperationen abstimmen. Ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es auch so Museums-Fan in offizielle Apps, aber so gut bin ich in der Museen-App-Szene auch nicht beheimatet. Ich denke mir natürlich, wenn man jetzt nicht durch so einen Wahnsinns-Verwaltungsapparat durch muss, bevor man überhaupt mal anfangen darf, eine App zu machen, dann kommt vielleicht was Kreativeres raus. Ich weiß aber nicht, wie das da mit den Veröffentlichungsrechten sobald eine Bürokratie Maps für OpenStreetMaps für Museen, wo man vielleicht... Aber das ist immer so das Schwierige. Das hören sich immer gut an, diese Konzepte und so Social und so und dann... Ob man dann nicht dann doch in die Over-Engineer-Falle dann tappt irgendwie. Meinst du, ob man es braucht? So einfach wie möglich. Ob man, wer geht raus aus dem Museum und gibt dann wie wild Daten ein. Ja, keep it simple, stupid, sage ich nur. Das ist die Sache. Und es kommt auch wieder drauf an, in einem Museum. Also OpenStreetMap kann ja im Prinzip jeder dran teilnehmen. Jeder kann daran editieren. Wirklich Otto Normalverbraucher. Es ist inzwischen wirklich viel einfacher geworden als früher. Mhm. Habe ich auch schon mal erzählt. Und wenn das jetzt über Museen auch so wird, bei OpenStreetMap trägt man Fakten ein. Das heißt, nein, die Hausnummer stimmt nicht. Trägt sie um, fertig. Da ist das Geschäft. Otto Normalverbraucher weiß das ganz genau. Aber bei so einer Museums-App, das sind ja im Prinzip Fachinformationen. Ein Skateboard fährt an uns vorbei. Passt schon.
Ich sag's nur, falls sich jemand wundert. Gut, ja. Ja, und das Knarrende ist eine Tür hinter uns. Okay, also du willst sagen, da ist ein bisschen schwierig, wie bei Wikipedia, diesen Objektiv Point of View, aber ja, was sind wirklich Daten, die museumswürdig sind? Und in einem Museum würde ich doch eher auf Audio eventuell setzen. Das löst aber das Problem überhaupt nicht. Lesen. Ich glaube, das Problem ist, dass es sauteuer sein wird, das cool zu machen und dass die Museen nicht bereit sind, das zu zahlen. Ja. Es müsste wirklich von den Anwendern herkommen im Prinzip. Also von Fans. Und das Niveau zu senken, ich hätte... Bitte. Eigentlich, wir haben uns wieder schon mal wegbewegt. Ja. Wir waren bei der Unsubscribe. Ja. Genau. Gehen wir zurück zur Unsubscribe. Also dir hat der Talk von der Ines gefallen. Mhm. Und sonst, der Nerd-Faktor, wie hoch war der? Ging, war erträglich. War erträglich für mich. Außer der eine Vortrag von Stefan. Also der eine Vortrag von Stefan, genau. Nein, das meine ich nicht so. Es wird immer schlimmer. Ja. Wusstet ihr eigentlich, also dass Stefans zweiter Name Anna ist? Jetzt wird es abstrakt. Ich wusste es noch nicht. Aber, ja. Ich weiß nicht, wohin es uns führt. Aber jetzt damit wir drei Annas haben. Jetzt wird es abstrakt, ja. Ja. Okay. Also mir hat es sehr gut gefallen, kann ich noch einwerfen. Und das ist schon... Oh Gott, schlechter Einstieg in die Geschichte, weil mir der Name des Podcasters nicht einfällt. Aber da war dieser Podcaster, der die physikalische Soiree macht, schon seit... Der Lothar Bodingbauer. Okay, ja, sehr gut, danke. Und der hat ja erzählt über seinen Bienen-Podcast, den er gemacht hat, der abgeschlossen ist. Jetzt wollte ich gerade sagen Bienentaucher-Podcast, aber... Bienengespräche. Arbeiten hier. Ja, Bienengespräche. Und über Nachhaltigkeit, also wie er das dann noch... Also wie er es erstens produziert hat, was er für Erfahrungen gemacht hat und wie er das im Nachhinein, diesen aufgenommenen, fertiggestellten Podcast... Lauter. Ja, wie er den noch nachher verwertet hat, indem er nämlich mehrere Folgen zusammengeschnitten hat und eine Sendung daraus gemacht hat und das an das Radio verkauft hat. Und das fand ich relativ pfiffig. Und da fällt mir nämlich auch ein, jetzt ist mir nämlich ein, zwei Kinderpodcasts, die ich höre. Kinderpodcast? Nicht Kinder, Kino. Also, ja, also nicht Kinderpodcast. Ja, genau. Nein, Kinopodcasts, die ich höre und die ein ähnliches Konzept, also nicht mit Radio und so professionell, aber die irgendwie so einen Themenkreis über Superheroes oder so gemacht haben, da mehrere Folgen zusammengeschnitten haben und für die Hörer dann gegen ein Geld anbieten. Du kannst entweder die Einzelepisoden hören oder diese zusammengeschnittene Folge. Okay. Käuflicher werden bei denen. Und ja, ich finde vielleicht solche Angebote sind ja nicht so uninteressant, wenn man mal drüber nachdenkt, wie man das eigene Audiomaterial aufarbeiten kann. Ich meine, bei uns wird das nie funktionieren, natürlich. Doch, aber da fällt mir ein, bei dem vorletzten Treffen oder so, da war einer der dabei, der wollte Podcasts monetarisieren. Das war eigentlich sein Vortragsthema. Das klingt schon wieder, monetarisieren ist schon wieder so ein bisschen ein Buzzword, aber ich meine, so generell so Möglichkeiten zu bieten, zumindest mal irgendwann mal was rüberzuschieben, das ist ja nicht schlecht. Aber was hat der für eine Idee gehabt? Ja, bei ihm war es im Prinzip eine Plattform, so wie iTunes oder dergleichen. Bei iTunes kann man ja Podcasts nicht monetarisieren. Stattdessen wollte er, dass man einen Podcast gegen Geld abonnieren kann. Aha, naja. Nee, jetzt gibt es ja Spotify und Soundcloud, die auf solche Dinge setzen. Achso, die setzen schon da. Ja, okay. Und Audible fängt gerade damit an. Ja. Audible fängt auch damit an. Yep. Haben die schon, hosten die schon Podcasts? Ja, vom Holger Klein zum Beispiel einen. Mit der, heißt die Katrin Rönnecke? Ja. Ja. Die vom Lila Podcast. Yep. Die machen jetzt zu zweit einen. Und wirklich? Super, wusste ich gar nicht. Und der ist auf Audible nicht hörbar, also... Sie haben noch leichte technische Schwierigkeiten. Oh. Und es scheint irgendwie was mit Geolocation zu tun haben oder auch nicht. Auf jeden Fall, manche erreichen ihn und manche nicht. Und manche finden dann den Abonnieren-Button und manche nicht. Also es haut nicht wirklich hin. Wie so Geoblocking oder sowas? Vielleicht, dass der Button einfach nicht da ist. Aber, und ist das aber normal verfügbar als Podcast oder ist das nur über Audible? Der ist dann exklusiv nur über Audible. Das ist sozusagen der Deal daran. Und ein weiterer Teil von dem Deal ist...
dass die beiden ausreichende Hörerzahlen bringen müssen, sonst fliegen sie quasi wieder raus. Sie werden auch ganz voll gut. Druck. Er hat gemeint, sie werden auch ganz gut gezahlt dafür, weil es ist eben, wie du gesagt hast, dieser Druck. Und sie rechnen nicht damit, dass sie es schaffen werden, diese Hörerzahlen, weil sie haben es jetzt unter ihren Hörern einmal verbreitet. Und nachdem die großen Teils daran scheitern, das zu abonnieren, kommen sie natürlich auch dann nicht auf die Hörerzahlen, die sie dann eigentlich bräuchten. Und so beißt sich das dann wieder. Also das heißt, Audible ist schuld. Ich hatte Ewigkeiten kein Audible, weil Audible und Linux ist quasi überhaupt nicht machbar. Moment mal, du hast doch überhaupt kein Linux. Aber ich hatte ganz lange Linux und dann hatte ich kein Audible. Ja. Es ist so hässlich. Kannst du mir erklären, was Audible ist? Naja, das ist halt so ein Audio, das ist für gesprochenes Wort. Also das, was Spotify für Musik ist, also ist Audible Webseite, für Hörbücher und so ein Service, der zu Amazon gehört. Entschuldige, ich das sagt alles. Gehört zu Amazon. Der ist an Amazon angegliedert, läuft aber nur mit einer eigenen Software, die unter Android und Linux nicht geht. Und iPhone läuft unter Linux. Es soll gerüchtehalber Leute geben, die es da zum Laufen gebracht haben. Ich weiß nicht, gibt es die schon? Webseite. Ich habe es irgendwie ewig nicht angeschaut. Dann jetzt habe ich auch so ein Abo und stelle mal fest, so spannend ist das oft nicht, was sie so haben. Okay. Ich muss sagen, ich bin kein so ein großer Hörbuch-Fan. Also, okay. Ich höre lieber Podcasts. Du kannst einen Probemonat machen. Und das ist auch so komisch, das Format. Es ist, du zahlst jedes Monat irgendwie 9,95 Euro und dann darfst du dir ein Hörbuch runterladen. So Donau, wie heißt es? Donauland. Ja. Das war so ein Abo-Modell, ja. Und du kannst dann, genau, und wenn du halt zwei Hörbücher haben willst in einem Monat, dann musst du halt nochmal 9 Euro zahlen im Monat. Ne? Okay. Also das du kannst ist viel dir, glaube ich, so irgendwie einzeln schon auch kaufen, aber das sind sie deutlich teurer nochmal. Ja, ja, du kannst sie. Also muss das Abo, muss man das haben? Du musst schon das Abo haben. Du kannst das Abo auch pausieren. Okay. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin am Überlegen, ob ich es kündige. Deswegen finde ich jetzt gerade gekündigt. Ah ja, okay. Deswegen finde ich die Idee irgendwie von Holger und Katrin, da irgendwie das bei Audible zu machen, nicht so also gelungen. Ein riesiger Webshop für Hörbücher. Ja, das richtig probiert. Okay. Und der schaut so scheiße aus. Und er ist so hässlich. Und er ist schrecklich zu bedienen. Ja. Okay, also ich fasse zusammen, Biertaucherempfehlung ist nicht zu verwenden. Und die Informationen, die ich so gesagt habe, wer da mehr wissen will, das habe ich aus dem letzten NSFW. Also da erzählt er. Not Safe for Work. Not Safe for Work, ja. Da erzählt der Holgi relativ ausführlich über seine Erfahrungen da mit Audible. Ein Hubschrauber. Ja, hey. Und der Trakt hinter uns stürzt gerade ein. Das ist alles bestens. Okay. Gut. Oh, der Baum fällt. Frage an Anna und Anna, weil sie ja beide irgendwie Radio-Vergangenheit habt. Seht ihr irgendeine Tendenz, dass sozusagen Podcaster in die Radiowelt eindringen, weil die so leibernden Content machen in ihren Nerd-Podcasts oder in ihren Hobby-Podcasts und das dann professionalisieren und den großen, mächtigen Radioanstalten verkaufen? Oder ist das eher nicht der Fall? Nein, ich das war ein nickendes Zuhören. Zuhören ist nickendes. Es war ja ganz interessant. Anna hat gerade den Kopf geschüttelt und Anna hat genickt. Also unentschieden. Das ist, weil ich aus Südtirol komme und die anderen aus Bayern. Das ist so die Grenze. Ah, meinst du? Ja, aber ich komme aus dem freien Radio-Hintergrund, weißt du, was du hast, und im freien Radio und das dann professionalisieren, das geht schon nicht. Widerspruch okay. in sich. Okay. Also das, ja. Aber du siehst keine Star-Podcaster jetzt wie den Tim Pritlove, die sozusagen dann das Radio. Das ist lustig, die kommen nie aus dem Radio. Mhm. Da hat Tim Pritlove jetzt nicht direkt, aber der Holger Klein. Ja, ja. Das stimmt. Ja, wenn ich mal gerade so überlege, was wir für Leute hatten, die das machen hätten können, die auch die Konsequenz gehabt hätten, das durchzuziehen, die kamen eigentlich auch alle aus dem öffentlich-rechtlichen Radio. Also wir gehen schon vorher wohin, wo es Geld verdienen können. Einfach aufgrund ihres Naturells oder. Naja, das war deren Job. Die haben halt dann eher bei uns Sachen gemacht, wo sie gesagt haben, da sind einfach die Grenzen im Öffentlich-Rechtlichen zu eng. Die wollen auch mal was anderes machen, sich ausprobieren und so. Also deswegen kamen sie dann zu uns. Aber bei mir konnten denen auch nicht ernsthaft was zahlen, weil freies Radio ist halt frei von Geld. Naja, und ich glaube, es geht halt darum, wo kannst du dein irgendwas verdienen oder halt deine Miete zahlen. Und das geht's. Und also ich sehe es halt beim ORF so, der ORF nimmt halt jetzt
da gibt es seit ein paar Jahren gibt's die ORF-Akademie oder halt so Assessment Center und du musst alles machen und können. Du musst halt einen 1,30-Beitrag machen, um dort zu arbeiten. Das heißt, so Quereinstieg, habe ich das Gefühl, wird auch immer schwerer möglich im Öffentlich-Rechtlichen. Ich meine, natürlich gibt es Leute, die... Auf 1,5 Stunden wollen wir uns einfach nicht beschränken. Ja. Das ist ja. Hart, ja. Das ist so lang. Eine Minute 30, wollte ich sagen. Die gönnen euch 1,30. Nein, ja, das ist ja unglaublich eigentlich. Das ist noch nicht, da passt unser Teaser nicht mal rein. Ja. Oder die Sponsorenhuldigung. Also ich glaube auch nicht, dass der ORF die Weitsicht hat, sich Podcaster zu suchen. Aber ich glaube, das ist kein ORF-spezifisches Problem. Also ich glaube, das ist... Das ist ein öffentlich-rechtlich-spezifisches Problem. Ja, schade eigentlich, weil sie haben ja irgendwie so zum Beispiel, wenn man sich zurückerinnert in Sachen Musik, der Soundpark, ich weiß nicht, der ist vielleicht der größte Moment schon vorbei oder so, aber da ist inzwischen zwischenzeitlich ja schon als Plattform was gelungen. Kennst du South Park nicht? South Park? Soundpark. Kinderpodcast, Soundpark. Das ist eigentlich heute mit Katrin. Was ist das? Ist das so eine Art Talentbörse? Ja. Da konnten einfach Musiker ihre Soundfiles hochladen. Gibt's noch? Kann man noch? Okay. Können Musiker ihre Soundfiles hochladen? Ja, ich könnte ja auch noch Soundfiles hochladen, aber ich habe mein Login verhaut. FM4 Soundpark. Genau. Ah, das ist was Österreichisches. Also ich dachte, das ist nicht von Kindern. Und das wird dann sogar von Leuten von FM4 auch teilweise gehört. Und da gab es auch Sampler. Gibt es noch immer Sampler? Wir spielen sogar in Matrix auf Ö1 Titel aus dem Soundpark. Ah, cool. Und es gibt Sampler, ja? Ja, genau. Es gibt User-Created Content, spielt sie in Matrix. Mhm. Aber wenn es für Kinder ist, dann kann ich nicht meinen Black Metal dort hochladen. Es geht alles dort, also sehr viel geht dort. Ich habe da drei Songs mal hochgeladen. Also total selbst gemacht. Hochladen kannst du alles, die Frage ist, ob du im Radio gespielt wirst. Okay, also es ist eigentlich nicht unbedingt kindergeeignet, was man da hochlädt. Oder ist das was, hat das jetzt was meinst du mit Kinder geeignet? Weil du Kinder gesagt hast. Ja, das war nur ein... Ach, vergiss das. Ach so, okay, Entschuldigung. Ich dachte, ich habe es ernst genommen. Nein. Ja. Aber gut, das kann ich öfters machen. Ja. Das ist so. Ich fall drauf rein. Wir verwirren uns halt. Ja, ein bisschen. Gibt es ja eher einen Ausdruck für, wenn man so Leute so verwirrt, absichtlich mit skurrilen Ansagen. Ja, genau. Paradoxe Intervention, oder? Wenn man das Gegenteil von dem sagt, was man ist. Ist das eher so? Ich habe gedacht, dass man so auch... Ja, okay. Ja, komm, das trifft ja eigentlich was ab. Ja. Ich kenne es ja von mir, aber dass das andere anwenden kommt, das ist höchst... Das verwirrt dich dann. Ja. Aber ich glaube, wir müssen zurückkommen. Liebe Leute, mehr unsubscribe, bitte. Noch mehr unsubscribe. Ich durchaus in dem Zusammenhang noch interessant finde, ist, dass die Subscribe, die nächste Subscribe, also diese große Podcasting-Konferenz, tatsächlich in den Räumen vom Bayerischen Rundfunk stattfindet. Also das gibt offensichtlich dann den Versuch einer Annäherung. Die sind also doch cooler. Und sogar auf Anregung von Mitarbeitern vom Bayerischen Rundfunk. Also, allerdings von welchen, die aus der Tech-Ecke kommen. Kennt ihr den Markus Schuler vielleicht? Habt ihr schon mal den Geekweek-Podcast gehört? Das ist so ein Team, die kommen so aus dem Umfeld des Bayerischen Rundfunks. Und die haben lange Zeit einen Technik-Podcast gemacht, jetzt machen sie eine Nachdenkpause oder so. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die so ein bisschen auch Anknüpfungspunkte, aber das ist natürlich reine Spekulation, aber die haben auch schon so während ihren Technik-Podcast ein bisschen über die Innereien des Bayerischen Rundfunkes. Also die dürften da auch so ein bisschen Öffnung haben. Geek Week hat der geheißen. Klingt cool. Knorke. So, unsubscribe. Wir hatten dort einen technischen Podcast. Jupp, Eigenwerbung. Technischen Thema. Vortrag. Und da gab es eine nette, eine lustige Biertaucher-Episode. Weil du hast über die Anna geredet, über die Biertaucher-Anna. Ich habe über die Biertaucher-Anna geredet, die war nicht im Raum war. Weil die im anderen Raum waren, einen Podcast aufgenommen hat. War recht lustig. Das war ganz lustig, die Geschichte. Also ich habe geredet über eine alternative... nicht WordPress zu verwenden, um seinen Podcast zu publizieren, sondern das über statische Seiten zu machen. Und habe angenommen, dass das wohl generell tendenziell eher ignoriert wird, aber ich wollte halt auch was reden.
Und das Lustige war, dass das vom Tim Pritlaff aufgegriffen worden ist. Er hat gemeint, sie könnten das durchaus benötigen, für vor allem für Archive, weil tendenziell dann das WordPress eh überlastet wird, insbesondere wenn man hunderte Episoden hat in einer großen Anzahl von Podcasts. Also es ist durchaus für sie interessant und eine Alternative zu haben ist sowieso gut. Und dann hat er mir gleich im Talk, glaube ich, noch drei Requests um die Ohren geworfen, was er gerne noch hätte dazu. Und sein Podcast-Projekt jetzt, oder? Als Alternative für Archive von Podcasts, die zuerst im Podlove drinnen waren und dann eben halt als Archiv in dem Jekyll Octopod drinnen wären. Er erwartet jetzt, dass du das implementierst. Und wie? Das hat sich dann weiter geäußert, dass wir noch am Abend weggegangen sind. Ich würde sagen, dort hat er mir noch eine halbe Stunde lang diverse Requests gegeben. Einige davon sind mittlerweile implementiert. Immer wenn ich ihm was geschrieben habe, hat er 10 Minuten später wieder zurückgeschrieben und kann ich das auch schon sehen und wie ist das schon und so weiter. Also wir sind da schon in regen Austausch dazu und das ist ganz schön eskaliert eigentlich, diese Geschichte. Ich meine, das wird ein ruhiger Talk und keinen interessiert es näher. Und dann hat es doch einiges an Interesse gegeben. Und was besonders hübsch war, am nächsten Tag in der Früh kriege ich dann einen Tweet von einer Bekannten, die an der Übersetzung ins wirklich Englische von der Dokumentation und wieder ein Hubschrauber an der Übersetzung mitgearbeitet hat von der Dokumentation. Ja, jetzt bin ich auch gemenschent worden mit dem Projekt im Changelog. Das ist so ein Blog und Podcast im amerikanischen Raum, der sich relativ viel um diese Ruby und Ruby on Rails Szene kümmert. Und so nach dem Motto, jetzt werde ich berühmt. Ja, hallo, Instant Fame. Instant Fame, ganz genau. Wie sieht es aus? Hast du auch schon drüber nachgedacht? Weil WordPress ist ja so interaktiv, man kann da was direkt reintippen, man muss sich mit Git nicht auseinandersetzen, eine Web-Oberfläche zusammen zu... stellen? Will ich eigentlich nicht machen, weil eigentlich hätte ich es gern, dass das Ganze nicht nur auf GitHub hostbar ist, was es jetzt schon ist. Also man kann es zuerst lokal auf seinem eigenen Rechner erzeugen, auf Git hochladen und dann funktioniert es auf GitHub. Also das haben wir schon, die Demo-Sites funktionieren so. Was ich noch erreichen will, ist, dass dieses Plugin freigeschaltet wird für GitHub Pages, sodass man dann eine neue Episode einfach nur im Webinterface von GitHub erstellen kann und am Schluss eigentlich sozusagen am eigenen Rechner gar nichts mehr braucht, sondern man braucht dann nur einen Web-Account, also einen Account bei GitHub und könnte sich dort sozusagen seine Podcast-Hosting-Site zusammenklicken. Das ist Endziel. Ja. Wie viel MB braucht so eine Podcast-Folge insgesamt? Also sagen wir mal pro Stunde, weil das sind ja schon einige MB, die man... Das hängt vom Encoding ab, das man dafür verwendet. Also das kann man sich mehr oder minder aussuchen, je nachdem, welche Audioqualität man haben will. Ich habe mir mal angeschaut, wie das File-Size-Limit dort aussieht. Also man hat 100 Megabyte File-Size-Limit. Damit kämen wir bislang bis auf 2 Episoden oder 3 Episoden bei allen Biertaucher-Episoden aus. Also das heißt, wir müssten dann aber pro Biertaucher-Episode eine komplett neue GitHub... Nein, überhaupt nicht. Es ist pro File das Limit. Ach so, nicht pro File. Repository, sondern pro File. Aber pro Repository. Also insgesamt gibt es auch noch mal eine Begrenzung. Ja, aber nicht relevant. Also die sind 300 MB oder so? Nein. Echt? Terabytes. Also Terabytes inzwischen? Ja. Mittlerweile kein Problem. Und es ist auch so, wenn man Repositories importiert aus anderen Versionierungssystemen wie SVN und so weiter, dann ist auch dieses 100 Megabyte Limit aufgeweicht auf 300 oder 250 oder so. Also das File-Size-Limit wird nicht das Problem sein. Das Problem wird eher sein, GitHub dazu zu kriegen, dass sie dieses Plugin als Safe freischalten. Ja. Und das wird sich zeigen, ob man das gelingt, dazu zu überreden, weil dazu müssen sie den Code reviewen und es dann freischalten. Wobei diese ganze Geschichte, also das GitHub Pages, das ist gerade ziemlich im Umbau, weil Jekyll gerade eine neue Version rauskommt. Also das wird ziemlich sicher Zeit brauchen, bis ich sie überhaupt sozusagen ins aufmerksame Radar, bis ich da überhaupt hineinkomme. Und das, ja. Die andere Sache ist, ob GitHub überhaupt möchte, dass man Podcasts dort... Das ist die nächste Frage. Ja. Das kann nämlich sein, dass die auch sagen... Alternative wäre, mittlerweile kriegt GitHub in den letzten Wochen und Monaten ganz schön Konkurrenz von GitLab oder GitLab, je nachdem, wie man es aussprechen GitLab. Will. Die wären tendenziell dann sozusagen die Konkurrenzplattform, auf der es eventuell auch denkbar wäre. Ja. Vielleicht hätten die das als Lust, als Feature, weil die haben auch gerade angefangen, statische Seiten zu akzeptieren, die sie hosten. Mhm. Und das wäre sozusagen eine weitere Option. Also ich habe bei GitLab ein bisschen mehr
mit zu tun gehabt. Von mir ist sogar 1.2.2 sogar im Source Code vorhanden, weil ich mal ein paar Sachen eingebaut habe. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich dann im Source Code gelandet sind, aber zumindest habe ich sie ihnen angeboten. Und mir macht GitLab nicht so einen wirklich positiven Eindruck. Also wir machen jetzt ziemlich viel Marketing gerade in den letzten Wochen. Ich bin gespannt, was daraus wird, sagen wir so. Also, sie wollen sich halt positionieren als Counterpart zu GitLab. Ja, das ist positiv, aber ich bin bei GitLab so ein bisschen skeptisch. Die gefallen mir nicht ganz so gut. Von der Politik jetzt oder von der Technik? Von der Technik her. Ah, okay. Also man kann ja bei GitLab, das ist wirklich das Positive bei GitLab, ist ja, die Software ist Open Source. Mhm. Ich habe es auch auf einigen Rechnern installiert. Jetzt privat setze ich es gar nicht mehr ein, weil ich mich von den Web-Oberflächen getrennt habe. Aber du könntest dein eigenes GitLab aufbauen. Ja, sozusagen. Das geht. Okay. Mhm. Aber dieses GitLab ist leider ein bisschen stark eingeschränkt, das, was das Hosting anbelangt. Und sobald die mehr Zufluss bekommen, weiß ich nicht, wie sich da die Software verhalten wird. Das werden wir dann sehen, nicht? Ja. Also Datenbank haben sie alles richtig gemacht. Aber bei Git mit den Abfragen, ob jemand berechtigt ist, zuzugreifen oder nicht, das muss ja geprüft werden. Das ist nicht so ganz das Gelbe vom Ei, finde ich. Jetzt habe ich noch ein etwas weniger nerdiges Thema zu der ganzen Unsubscribe. Die ist ja im Rahmen... Das mit dem... weil ich die Eingebung hatte, der Tim Pritlaff hat ja als Feature-Request auch diese relativen Pfade, oder zumindest hat er so, dass ihm das wichtig ist. Mhm. Und das ist ja, das, also wenn er wirklich den Anwendungsfall hat, das als Archiv zu verwenden, und das fände ich ja jetzt gerade für mich oder so auch geil, ist es natürlich klar, weil dann kannst du die mit den relativen Pfaden, haust du alle deine Webdateien, deine statischen Seiten in ein Verzeichnis rein und kannst das sozusagen lokal abrufen. Das kann man jetzt auch schon, dafür braucht man keine relativen Pfade. Nein, nicht, weil wenn du das an den Stick haust... Wäre so, kein Problem. Also, okay, die verstehe. Idee für die relativen Pfade, warum er das gern hätte, ist, weil er sich gern überlegen würde, ob er es nicht woanders hinschiebt und es dafür nicht neu kompilieren müssen. Okay, aber das ist ja... Jetzt ist einfach der Schritt, dass er einmal neu kompilieren muss und die Applikation, also den Applikationsteil sozusagen neu deployen muss. Also man hat sozusagen... Okay, aber jetzt könnte man schon diese Seiten nehmen, auf einen USB-Stick hauen und dann auf einen anderen Computer in ein anderes Verzeichnis und sich das lokal anschauen. Unter der Bedingung, dass man Jekyll da drauf installiert hat, ja. Ah, okay, unter der Bedingung, na, also ich ja, das, lieber, wenn das relativ wird... Ich hätte so gern, wie ein, wenn mich klar macht, so wie so. Ein Wiki on a Stick, dass du etwas so ein Portables, dass du es mitnimmst und das... so, dass du dein Archiv irgendwie so in der Hosentasche hast und immer... verfügbar und dann mit dem nicht so. Da gibt es aber eine andere Software für. Man könnte es über Pfeil als in den Link hineinschreiben, das ginge vielleicht. Also das Problem, warum das dann nicht so einfach ist, ist eine Restriktion vom Jekyll. Es gibt, also was man ja kennt auf Seiten, dass man oben einen Menüteil hat und rechts zum Beispiel einen Sidebar mit Navigation. Und das könnte sein, dass der auf der obersten Ebene ist und das könnte sein, dass wir irgendwo ganz tief in der Seitenstruktur drin sind und auch den Sidebar einblenden wollen. Mhm. Und das heißt, der gleiche Sidebar kann nicht funktionieren auf der obersten Struktur und auf der unteren, weil die relativen Links dann anders ausschauen würden. Und darum würde dieses ganze Konzept mit Sidebars und Menüs plötzlich dort nicht mehr funktionieren und die Seite müsste da viel einfacher ausschauen, was das Jekyll angeht. Okay. Also es ist nicht einfach, die Lösung. Wo es wirklich schwierig wird, ist in dem Moment, wo man einen Feed haben will, weil ein Feed will man irgendwo gehostet haben auf einen Server und der soll dann verweisen können auf das Archiv auch, spätestens wenn der auf iTunes liegt, dann muss der einen absoluten URL auf die Episode, auf die Bilder und so weiter darstellen. Also es wird nicht einfach werden, aber man wird sich das anschauen. Okay. Es gibt aber eine Software für das mitnehmbare Wiki. Mit Wiki schon, ja, aber ich habe jetzt gedacht, da kann man sich irgendwie sein Archiv rausrendern und dann kann man sich auch die Episoden und so. Man kann es einfach, capturen, die Seite, mit Software wie HTTrack oder sowas. Genau. Also man kann es einmal mit dem Webserver laufen lassen, dann rendert man sich auf den Stick raus und dann hat man es. Ja, das stimmt, funktioniert das schon. Okay, aber das scheitert dann Seite Capture. Aber du wolltest doch... Anna sind gerade... ich wollte nichts Nerdiges und du fragst mir die Uhr. Ja, ich habe dir jetzt noch einen vollen Hook geliefert. Zu dem Wiki für unterwegs. Es gibt in Sticky, ja, genau. Das kannst du mitnehmen, das brauchst du nur einmal zu starten, das ist ziemlich trivial. Genau. Ach, das kennst du. Das kenne ich, das ist gut. Diese Unsubscribe ist ja im Rahmen des Podcasting-Meetups abgehalten worden. Und das Podcasting-Meetup ist bisher organisiert worden von der Melanie Bartosch und von Daniel Messner.
Bartos heißt sie. Mhm. Sie stellt sich als Bartos vor. Weil ich das Klugscheißen. Ja. Zeit für Wissenschaft ist der Podcast. Genau. Von der Uni Innsbruck. Gut. Die bleibt uns eh erhalten, aber der Daniel nicht. Okay. Nein. Oh, der emigriert nach Deutschland. Das heißt, er wird auch in Zukunft Hamburg. Das... Der geht also nach Hause. Nach Hamburg. Ja, ja. Nein, er geht nicht nach Hause, er fährt in den Norden. Ja, okay, aber Deutschland ist seine Heimat. Aber von da, wo er herkommt, könnte er ja schnell beim Podcasting-Meetup vorbeischauen. Stimmt, von wie auch immer. Stefan, du bitte Konzentration, da Stefan hat was Wichtiges wie zu sagen. Wie auch immer ist der Daniel Messner uns damit sozusagen verloren gegangen. Und es war also, so beim Meetup... Nicht ganz verloren gegangen. Ja, er ist nicht mehr in Wien verfügbar und auf die Art und Weise kann er dieses Meetup bei uns nicht mehr stattfinden lassen und mitorganisieren mit der Melanie. Bartos. Und das heißt, da muss Ersatz gefunden werden und der wurde gefunden. Sprich, ich werde es in Zukunft mit der Melanie machen. Yay! Wow. Und jetzt, wo ich weiß, wie man sie richtig ausspricht, sollte das dann auch funktionieren. Ja, also ihr werdet in organisierst Zukunft, du was mit ihr und weißt noch nicht mal ihren Namen. Ihr werdet in Zukunft also von mir immer die neuesten Sachen hören, wann es den nächsten Termin gibt und so weiter. Sehr gut. Super. Jupp. Das ist echt cool. Ich möchte zur Unsubscribe noch sagen, dass das netterweise dann geendet hat im Werkzeug H, wo ich dabei war, und das war sehr, sehr nett. Kann man auch sagen, können wir auch sagen, dass sehr viele Leute waren, also ja, um die 30, und das schon, ist ja für die österreichische Podcast-Szene schon gut, oder? Ja. Mhm. Ja. Muss ich wieder, ich hatte ein Tutu an mich, wieder auf Sender geht zu schauen und schauen, wer sich da alle eingetragen hat. Beim letzten Mal so einen richtigen Österreich-Podcast-Schub gehabt, wenn ich die neuen Sachen entdeckt habe. Ja, nicht. Zum Beispiel das Donau-Tech-Radio. Ja, genau. Haben wir auch neu gelernt. Das kannten wir, glaube ich, alle miteinander nicht wirklich. Ja, und es gibt diesen, das wollte ich dir sagen, irgendwas mit X, XTC Podcast. Mixer, Mixlr. Mixlr war das? Dieses Live, dieses Streaming, gell? Nein, also ein Podcaster war dort, der hatte, glaube ich, auch reingeschrieben, ein Goth-Thema. Also war das in Grazer zufällig? Davon hatte mir irgendjemand schon mal was erzählt, aber ja, Goth ist nicht meine Welt. Doch nicht? Du nein, nein. Nur, auf, okay, nur weil ich auf dem WGT bin. Das ist der mit zurück den längeren Haaren, oder? Ja. Der war immer bei einem Podcast-Meetup. Genau, der war nämlich beim ersten auch schon, da habe ich auch schon die Uhr. Dann nehme ich nämlich lustig, was er erzählt hat, so über seinen Zugang und wie er die Interviews führt und so. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, was er erzählt hat, was er gesagt. Ja, also, keep in mind. Ja, wie heißt er nochmal? Ja. Einfach nachschauen auf den Podcast-Meetup-Seiten. Einfach die Shownotes lesen. Genau. Ja, wir sind jetzt in der Stunde, wo ich dann wieder das für die Shownotes raussuchen darf. Danke. Nee, passt schon. Das ist dann zum Vertiefen gut, weil ich... Machst eh gern Shownotes, so wie ich. Ne? Ja? Ja. Ja, doch, tatsächlich. Und dann war ich plötzlich Jason Isaacs. Also. Und habe mich gefragt, was das eigentlich heißt. Also es ist mir was Merkwürdiges passiert. Am nächsten Tag habe ich noch mich bei Sektor 5 bedankt, dass die uns so nett gehostet haben. Und man kennt mich bei Sektor 5, weil dort in einigen Meetups schon war. Und sie haben mir dann geantwortet, ja, danke Jason Isaacs. Und ich im ersten Moment, was heißt das? Die kennen mich doch. Und was ist das für eine etwas merkwürdige Antwort? Das ist ein Meme, das du nicht kennst. Das ist ein Meme, das ich nicht kannte. Okay, nein, und als nächstes habe ich dann gegoogelt danach und habe gefunden, dass Jason Isaacs in Verdacht ist, sexuellen Missbrauch begangen zu haben. Habe ich gedacht, habe ich mit daneben begonnen? Das klingt unangenehm. Ja. Was ist da los? Und dann habe ich genauer recherchiert. Also es war der genaue Text im Tweet war Hello to Jason Isaacs. Und das insgesamt ist ein Meme. Das ist angefangen worden, also das ist ein amerikanischer Conferencier, der halt auch Shows macht. Mhm. Und auf irgendeine Art und Weise ist das entstanden, das als Meme in andere Sendungen reinzubringen, dass er gegrüßt wird. Okay. Hello to Jason Isaacs. Und ich bin sozusagen der Jason Isaacs vom Sektor 5, weil ich da dauernd und überall auftauche. Und dann auf die Art und Weise auch. Habe ich auf die Art und Weise dann gelernt, dass das bedeutet. Also Hello to Jason Isaacs heißt einfach nur, man ist der dauernd ist und überall ist und dauernd. Das heißt so viel wie, geh doch mal endlich. Ja, das kann man auch sagen. Kann man auch sagen. Wo noch? Genau. Cool. Ich habe dich unterbrochen.
Da gibt es ja inzwischen 3 Stück Jason Isaacs. Apropos unterbrechen. Ich glaube, Anna wollte gerade was sagen. Dafür habe ich den Gregor vorher unterbrochen rein, mit meinem Mix LR, weil das Donau Tech Radio, das streamt nämlich auch live, und zwar über einen Dienst, den ich eben vorher nur namentlich mal irgendwo gelesen habe, und zwar über Mix LR. Und mehr weiß ich dazu auch nicht zu sagen, außer dass die tatsächlich live senden. Und dass sie sich wundern darüber, dass ihre Downloadzahlen deswegen gleich bleiben, wo sie sich doch denken, wenn uns die Leute schon live gehört haben, dann wollen die uns vielleicht nicht nochmal downloaden, aber offensichtlich bleiben die Downloadzahlen gleich und es kommen Live-Hörer dazu. Bei den fand ich ganz spannend, ja. Okay. Fürs Archiv bei Downloaden. Vielleicht haben die nur 5 Zuhörer, Yahoo, Google, Microsoft. War da nicht auf der Unsubscribe so ein Talk, wo einer erklärt hat, dass die so und so viele Downloads sind automatisch so SQL-Injection-Angriffe? Das muss man generell aufpassen bei Downloads-Zahlen. Das ist, klingt trivial, aber ist halt sehr kompliziert. Es muss abgebrochene Downloads oder Leute, die sich im Stream da ein Stück anhören, weißt du, das ist ein bisschen Rocket Science. Übrigens, ich soll was weitergeben vom Klebemonster. Und zwar, ich habe halt einen Großteil der Unsubscribe damit verbracht, am Balkon zu hocken, mit dem Klebemonster zu tratschen, Talks anzuhören. Und dann war ich müde und bin heimgegangen, um zu schlafen und zu hackeln. Aber dann bin ich trotzdem noch ins Werkzeug gekommen. Also ich kann das sehr empfehlen, selbst wenn man zu schlapp ist, um deine ganze Unsubscribe durchzuhalten, auf jeden Fall am Abend trotzdem hinkommen, weil der soziale Teil sehr nett ist. Aber vom Klebemonster die Idee war, und das mache ich hiermit, eine Höreraufforderung. Ich habe nämlich erzählt, dass wir nicht wirklich genau wissen, wie viel Hörer wir haben. Wir haben zwar diverse Schätzungen, aber eigentlich haben wir kein wirkliches Wissen um unsere Hörer. Und er hat gemeint, ja genau, melde dich, wir sollen einmal aufrufen tut unsere Hörer und einfach nur Hallo sagen per E-Mail oder so, damit wir einen Überblick kriegen, wer uns alles hört. Und damit rufe ich hiermit auf. Liebe Hörer, bitte schreibt uns doch eine E-Mail oder tut uns auf einem Social Network eurer Wahl, das verlinkt ist in den Shownotes, kontaktieren. Jetzt sofort, nicht vergessen. Einfach nur Hallo sagen oder pingen oder so. Snapchat. Wir freuen uns dann extrem. Nicht Snapchat, das geht nicht. Oder noch besser, Flattern. Flattern ist natürlich noch viel gerne gesehen. Nobler. Aber man kann beides. Das schließt sich nicht aus. Wer flattert, wird namentlich genannt in der nächsten Folge. Das ist Vorsicht, das ist technisch nicht so leicht. Das geht nur, wenn man uns direkt flattert, weil sonst kriege ich es nicht mit. Also die uns nur monatlich flattern, das sehe ich nicht. Ich sehe zwar, dass uns 5 Leute monatlich flattern, aber ich check nicht, welche das sind. Ach so, das heißt, es gibt derzeit 5 Leute, die flattern und da wissen wir gar nicht, was ist. Circa. Ich sehe es immer nur bei den Direktflattern. Also wer die einzelne Sendung flattert, das kriege ich derzeit nicht. Okay, ich muss sagen, je länger ich hier sitze, desto mehr gehen mir die Störgeräusche an. Du musst dich wieder akklimatisieren. Ich habe schon 2 Bier getrunken. Das ist vielleicht kontraproduktiv bei dir. Personell. Nimm noch eine Buttermilch, sage ich mal. Aber vielleicht Buttermilch als beruhigendes. Oder in die Ohren rein. Ich träume die ganze Zeit von so einem riesigen Plakat oder noch besser so einem Zeppelin, der über uns schwebt, wo steht, wir machen Podcast, haltet die Goschen. Das hätte ich gerne. Achtung, Aufnahme. Wie unfreundlich. Genau, so ein rotes Blinkerschild. Ja, Achtung, Aufnahme. Das ist ein öffentlicher Park. Wir sind die Besucher, weißt du? Wir sind die Eindringlinge mit unserem Podcast-Projekt hier. Schau, in meinem Hirn bin ich ja schon längst Sektenführer und predige da vor 1000 Leuten, die jetzt alle hier auf die heilige Biertaucher-Offenbarung warten. Ich glaube, das wird schlimmer bei ihm. und diese Störgeräusche hauen mir meine... Wir sollten ihm vielleicht nicht mehr das Zeug ins Bier tun. Naja, zu spät. Egal. Wie wäre es, wir reden über Blade Runner und machen langsam bitte. Schluss. Oh ja. Nein, wir machen es so. Vorschlag. Ja. Jeder sagt, das ist jetzt kompliziert zu sagen, jeder sagt den Film, den alle gesehen haben, den er aber oder sie nicht gesehen hat und... Elegante Themen. Das ich habe über das Fake-Filmwissen reden. Ja, zum Beispiel. Oder versucht zu umschiffen. Nochmal, ich habe es nicht verstanden. Also, es gibt sicherlich einen urwichtigen Film, den alle gesehen haben, nur du nicht. Okay, ja. Und der dir, das, was dir unangenehm ist und das ist aber ist gut. Ja. Okay, dann okay, das Unangenehme ist wieder, da relativiert das Ganze so, dass es mir keiner mehr einfällt. Okay. Und man soll nur den Film, den Titel sagen oder den ganzen Film? Ich kann ja schon mal loslegen. Man kann nur den Titel sagen, wenn es ein lustiges Ding dazu gibt, dann auch das. Ah, doch. Eine lustige Strategie, wie du damit umgehst, zum Beispiel.
Also ich habe der gute Bad and the Ugly nicht gesehen und bin beim Western relativ ein bisschen schwierig. Oh. Ja, es ist schwierig. Aber ich habe die meisten schon so viele Referenzfilme gesehen, dass ich schon, also später könnte ich schon verleitet sein, dann abzuleiten, worum es ungefähr daraus geht. Aber habe ich in live noch nicht gemacht, ist mir aber wahnsinnig unangenehm, das dann auch zuzugeben, weil es halt so ein großer Klassiker ist. Das sind ja voll intime Geständnisse jetzt. Ja. Ich kann da direkt daran anschließen. Ich habe Duck, You Sucker noch nicht gesehen. Was ist das? Nicht gehört. Das ist der zweite Teil der Amerika-Trilogie. Also nach Spiel mit das Lied vom Tod und vor die Es war einmal in Amerika. Okay. Also in der Western-Ecke hier. Mhm. Ja, ist in der Western-Ecke. Das ist schon sehr speziell. Ja. Ich wollte eigentlich einen anderen Film nennen. Nicht den, aber dadurch hast du mich auf die Idee gebracht. Mhm. Ich wollte eigentlich Django sagen, aber den haben wahrscheinlich eher die Leute sowieso nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja. Also meinst du jetzt ein Original? Ja, natürlich Django. Also nicht den Original. Genau. Ich nicht gesehen habe Film, bekannten einen. Star Wars Episode 4. Ah ja, habe ich auch nicht gesehen. Ich habe die ersten drei... Ayran auf dein Haupt. Erst das gibt meinem Haar die volle Pracht. Oder wie Otto gesagt hat, die Fettigkeit und Strähnigkeit, die es verlangt. Otto, den Film habe ich schon gesehen. Ja. War das nicht Otto, der Außerostfriesische mit dieser Kappenfrisur, wo er dann sogar das Whiskyglas oben drauf gestellt hat? Das gab es eine Szene, ja. Ja, das war Otto, der Außerostfriesische. Ja, die Otto-Filme. Eigener Podcast. Okay, dann hast du schon den zweiten Film gemacht. Ja. Dann mache ich weiter. Ich habe Pulp Fiction nicht gesehen. Boah. Oh. Das ist schon hart, gell? Oh mein Gott. Das ist voll hart. Da weiß ja gar nichts. Bildungsvakuum. Ja, wobei man sich fragt, wie man da entgegen konnte überhaupt, ja, wenn das ja so intensiv geschaut wird in der Zeit. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt in der Zeit, glaube ich, Geige geübt. Ich weiß auch nicht. Aber ich will ihn mir auch nicht mehr anschauen. Es ist irgendwie vorbei. Es ist vorüber. Es ist zu spät. Was? Nee. Den kann man sich immer anschauen. Aber du kennst so die üblichen Ausschnitte, ich kenne ein paar so Ausschnitte, ich kenne so ein paar so Saga. Umschiffst du damit? Hast du auch umschifft? Also ich gebe das im Gespräch nicht zu. Mhm. Ich stehe dazu überhaupt nicht. Aber das ist doch, also das ist schon direkt bemerkenswert, finde ich. Ja. Eigentlich, dass man den. Das ich habe dafür gesagt, kennst du Tarkovsky? Ja. Stalker? Ja. Nein. Da haben wir doch letzte Woche drüber geredet, ne? Ja, genau. Oder vor zwei Wochen, ja. Über Tarkovsky, warum das? Stalker. Also Frühstück am Wegesrand. Und Solaris, oder? Ist auch von Tarkovsky. Ja, das ist von Stanislaw Lem. Die Geschichte. Es gibt eine zweite Film. Okay, machen wir weiter. Ja. Aber schau, du hast den Viertaucher, wo du teilgenommen hast, nicht gehört. Das ist mir auf der Unsubscribe auch so gegangen. Da hat der Daniel Messner erklärt, dass er ein Biertaucher war. Und ich habe ihn die ganze Zeit gefragt, wann das war und was er geredet hat. Ich habe es nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Total peinlich. Ja. Nachher beim Heimgehen habe ich es mir dann... Ich habe auch einen Film nicht gesehen, den ich wahrscheinlich auch nicht mehr anschauen werde, weil mir den mal jemand im Detail erzählt hat. Und zwar Casablanca. Wollte ich auch gerade sagen. Aber ich hoffe, du hast dann wenigstens die üblichen Verdächtigen gesehen. Und zwar? Ja. Okay. Also du meinst den Film jetzt? Ja, den finde ich großartigst. Ja. Nein, aber ich habe Casablanca nicht gesehen. Mhm. Ich weiß trotzdem, worum es geht. Ist eh schwarz-weiß. Ich habe den auch nicht gesehen, ehrlich gesagt. Casablanca fehlt mir noch. Ehrlich, normalerweise ernte ich immer so, was, du hast ihn nicht gesehen. Und vor vielen Jahren hat dann jemand eben mir diesen Film komplett erzählt. Und ich dachte mir dann so, gut, jetzt weiß ich, worum es geht, aber so spannend finde ich. Also vielleicht war die Erzählung auch nicht so gelungen. Das sind halt die alten Bogart-Streifen. Die haben nach Handlung ja oftmals nichts. Ich habe ihn mit Schirm gesehen, Strömender Regen, vor nicht allzu langer Zeit bei Kino unter Sternen oder Kino am Karlsplatz. Wie heißt das jetzt? Das heißt, glaube ich, Kino unter Sternen noch immer. Aber ist am Karlsplatz halt jetzt. Und wir sind am Tag oder ein paar Tage später sind wir nach Casablanca gefahren. Wobei der Film hat ja mit Casablanca eigentlich nichts zu tun. Also man lernt nichts über Casablanca. Aber nein, es ist schon ein schöner Film. War das nicht der erste Film, wo die Leute dann anschließend nicht zusammenkamen, sondern dann getrennte Wege gingen, wo es kein Happy End gab?
Ein, ja, das ist möglich. War das der Film? Also es endet auf jeden Fall so. Ja, okay. Also sie gehen einfach getrennte Wege. Ja, das war das Besondere an dem Film, weil das hat der Film, hat kein Film zuvor jemals getan. Es gibt auf jeden Fall einen frühen, wer sich für das, die Thematik interessiert, einen frühen Woody Allen-Film, der eigentlich ausschließlich darum geht, dass der Woody Allen sich einbildet, den Humphrey Bogart zu sehen. Und der gibt ihm dann natürlich Frauentipps. Das ist eine Komödie. Ja, also geschmäckerisch, aber wer die Thematik irgendwie hat, weil es ist ganz nett dann auch eingearbeitet. Wissen wir, wie der heißt? Nein, leider. Aber Anna, ich verstehe jetzt nicht den ganzen Punkt von diesem Filme erzählen, die man nicht gesehen hat. Ja, aber du hast noch nicht erzählt. Ich habe auch Casablanca nicht gesehen. Also hätte sie gesagt, weil auch Casablanca ist langweilig. Also wenn, ich wollte einfach ein Geständnis provozieren. Genau. Aber wenn es das ist, was... Ein intimes Geständnis provozieren. Was, weil das ist die Macht von Podcasts. Ach so, das darfst du... Okay. Ich habe das leider nicht weiterverfolgt. Irgendwo was gelesen, wie man sich gelungen drumherum redet, dass man den Film nicht gesehen hat. Und jetzt dachte, du kommst da mit Tipps daher. Nein, ich habe keine Tipps. Ja, Horst, welchen Film hast du noch nicht gesehen und es ist dir peinlich, dass du noch nicht gesehen hast? Ja, ein bisschen. Es gibt im Müllers Büro, den ich damals pubertierend extrem gern gehabt habe, ist eine Stelle, eine Stadt sucht einen Mörder. Und da sagt der eine Schauspieler, sagt dann, ja, diesen Film sollte man gesehen haben. Und den habe ich damals nicht gesehen und bis heute nicht gesehen. Ab und zu im Fernsehen so ein paar Szenen, aber nie am Stück geschafft. Oh Mann. Ist aber auch schwarz. Also Gregor, du solltest den auf jeden Fall... Ich habe ihn zu Hause. Ja, du ich hast ihn doch an. Du solltest mal einen Film... Ja, natürlich. Ich habe nur das Ende verraten, verboten, glaube ich. Ja, stimmt. Ich werde ihn jetzt auch schauen. Ja. Einen Film erzählen, wo es einem peinlich ist, dass man ihn gesehen hat. Titanic. Wow. Tausende, oder? Ja, okay, da habe ich erst gestern einen, glaube ich, gesehen. Vorbereitung bis zum nächsten Mal. Hausaufgabe. Aber verstehe ich das jetzt richtig? Dieses ganze Geständnis, das war etwas, was du professionell nicht machen könntest. Also, oder etwas, was du sozusagen beim Podcast, was dich fasziniert, dass du jetzt hier so eine Geständnisrunde provozieren kannst. Mir ist das einfach vorher eingefallen und ich meine, das ist eine nette Idee, ich will das jetzt gar nicht aufbauen. Es gehört das irgendwie dazu. Ich mache meinen Podcast schon. Also, was ist da jetzt? Das funktioniert auf jeden Fall nur mit Alkohol. Mein Verdacht ist auf jeden Fall, dass immer ein gutes, bei so, also gerade bei so Podcasts wie unserem, ein gutes Stück so Soap-Opera-Feeling oder... Also ist ein ganz, okay, es ist ein ganz schreckliches Wort und ich suche jetzt schon seit geraumer Zeit ein besseres, aber so eine Art Hörvoyeurismus. Ja. Also dass man so reinlauscht und man merkt so, okay, an gewissen Stellen gehen die Leute über die Grenzen, da läuft gerade ein bisschen die Chemie schief, aber das ist ganz gut, weil dann geht die Diskussion weiter und so. Also, da fehlt hier eindeutig ein Beziehungsdrama, weil in Soap-Operas kommen ja Beziehungen hauptsächlich vor. Das ist dann eher so Telenovela, was Romantisches, Dennis, das ist dein... Als Metaller ist das deine Abteilung. Was? Reibungen. Was? Ja, Reibungen. Aber die mit der Reibung ja eh genug. Wollen wir nicht Mord und Totschlag. Noch schnell erzählen, dass Blade Runner immer noch funktioniert und Tron nur so mäßig. Ja. Oder? Also du hast ja Tron angeschaut. Ach so. Ja, ihr redet jetzt beide vom Science Fiction Festival. Ja. Genau, dieses Science Fiction Festival, was ich ja erst jetzt überrissen habe, das 10. Jubiläum feiert. Seit 10 Jahren gibt es es und deswegen sind jetzt auch länger als eine Woche, nämlich 10 Tage stattdessen. Und ich bin ein großer Fan, gehe schon seit Jahren hin und schwärme, glaube ich, auch schon öfters im Podcast Jahr für Jahr irgendwie darüber. Es ist klein, es ist nett, es ist gratis, es gibt ein Bierstandl dort, man kann es sich jeder selber mitnehmen. Es ist im Bruno Kreis geparkt bei der U4. Genau. Einziger Wermutstropfen ist, dass es nur deutsche Synchronisationsfassungen sind, was aber nichts macht, was bei 70er-Jahren-Filmen und 80er-Filmen durchaus auch Charme ein hat. Vorteil sein. Und aber was dazu gut passt, da fällt es auch nicht so viel, also nicht so sehr auf, Quiet Earth. Das werde ich mal morgen, spielst du morgen? Ich weiß nicht, den musst du noch spielen. Und der Film, ich habe den vor Jahren gesehen, ich finde den super einfach, aber der wird wahrscheinlich den meisten nicht gefallen. Ja, lass dich überraschen. Ich fand den, boah, das,
Das war ein beeindruckender Film einfach. Was soll ich sagen? Wäre Gregor nicht, dann würde ich es nicht mitgekriegt haben, obwohl ich quasi direkt daneben wohne, weil es ist so dezent, es ist mit einer aufblasbaren Leinwand, da war er sehr fasziniert, dass sie dann, die lassen die Luft raus und dann ist der nach dem Film die Leinwand flopp weg. Ich bin so oft dran vorbeigradeln und ich hätte es einfach nicht registriert, wenn ich nicht gewusst hätte, da ist was. Ja. Und Anna, genau. Wie hat dir die Atmo gefallen? Die Atmo, ja, die fand ich super. Das fand ich gemütlich, schön, nett, klein. Das mag ich an Wien allerdings sowieso verglichen mit München, dass wenn irgendwas ist, dass es gemütlich ist und dass es dann mehrere Veranstaltungen gibt, die ähnlich sind, aber dass es nicht eine so Mega-Veranstaltung gibt. Also ich fand es super nett. Und hattet ihr mäßig alkoholisierte Leute, die laut mitkommentiert haben? Ich habe das einmal gerade sehr faszinierend. Genau, die habe ich ein bisschen, aber es war jetzt nicht schlimm. Es ist halt, man muss schon sagen, bei manchen längeren Filmen oder so, Bierbankel oder so, die Vollprofis kommen ja mit 4 Decken und eigenen Stühlen und eigenen Bierchen her oder so. Aber wenn man spät und Isomatte und so. Und das die legen sich dann auch so ein bisschen hin, oder? Ja, genau, ja, richtig. Ja. Mhm. Aber wenn man selber so am Bierbankel, dann kann 2 Stunden schon lang werden. Aber weil du keine Lehne hast. Ja. Ich hätte aber auch noch was Interessantes zu Blade Runner. Oder wenn ihr fertig seid. Nein, zuerst möchte ich Tron hören. Ich bin jetzt trotzig. Ah, okay, Tron. Trotzig Tron. Naja, was soll ich alles erzählen? Ich hatte Tron nie gesehen und ich wusste zwar in etwa die Handlung, mir war aber nicht bewusst, obwohl ich es wahrscheinlich irgendwo gewusst habe, dass es Disney ist. Und ich war, ich hatte eine unfassbar andere Vorstellung von diesem Film. Also ich hatte nicht gedacht, dass so krass viel animiert ist, sondern ich dachte halt, die leben in so einer Bürowelt. Das ist so. Ich habe einfach gedacht, das spielt halt in so einem simulierten Büro oder so, keine Ahnung. Da dachte mir dann so, ja, okay, Disney. Also man sieht es halt, man sieht es extrem. Mhm. Die Synchro fand ich ganz schlimm. Okay. Die fand ich echt tragisch, aber das mag daran liegen, dass ich englischsprachige Filme lieber im Original sehe und lieber nicht alles verstehe, wenn sie schnell reden, als dass ich mir irgendwas Synchronisiertes anhöre. Die ist halt so, wie sich jemand vielleicht jugendgerechte Synchronisation gedacht hat. So aufgesetzt ist, locker? Oder ja, genau, so pseudo-leicht, locker-flockig so. Ja, mei, die Geschichte ist abgefahren irgendwie. Also das finde ich schon ganz lustig, weil das spielt ja auf relativ vielen Ebenen dann in diesem Computer und da dann die Strukturen und die Ebenen und so. Das finde ich sehr gut gemacht eigentlich und das finde ich vor allem für die Zeit. Wann war der? Ende Mitte? 83, glaube ich, oder 85. Anfang 80er. Fand ich das ziemlich cool, dass man so tatsächlich so so Maschinenstrukturen darstellt und dann, wie die Menschen damit interagieren. Also das hat mir echt gut gefallen. Und die Story, Disney. Ja. Also wegen der Story braucht man sich den nicht anschauen. Witzig, das aber ist schön, was. Aber schön, macht jetzt gleich, weil er was über die Effekte sagen. Ja, Tron, du bist reingefallen. Da ist nur sehr, sehr wenig animiert. Das meiste überhaupt nicht animiert, sondern mit einer sehr, sehr komplizierten Tricktechnik gearbeitet worden. Das fällt auch nicht sofort auf. Es ist nur, glaube ich, 20% sind computeranimiert. Die restlichen Computeranimationen in Anführungszeichen wurden gefilmt, dann anschließend Bild für Bild auf Folie ausgedruckt in Schwarz-Weiß und dann nachkoloriert von Hand und dann wie ein Trickfilm wieder eingescannt. Das heißt also, eine gefilmt. Analoge Tricktechnik. Und, wie soll ich sagen? Es ist halt was künstlich gemacht. Die haben nicht Schauspieler in einen Raum gestellt, sondern die haben halt Zeug zusammengebastelt. Doch, die und standen wirklich im Raum. Es ist ziemlich rot und ziemlich blau angemalt alles. Ja, die standen wirklich physikalisch etwas, im Raum. Ja, grün, bläulich, genau, oder grün, oder ja, genau, rot. Also ich fand grün ist auch ziemlich viel. Ja. Und rot kommt auch vor. Also ich habe den mal als Kind gesehen, habe die Handlung damals nicht behalten, aber mir ist diese leuchtenden Farben und so, die sind mir einfach im Kopf geblieben. Ja. Und natürlich das C64er-Spiel mit Tron, wo man halt dieses Motorradspiel auf sehr simple Weise dann abspielt. Und ich habe es dann später gesehen und muss fast ja zustimmen, dass er irgendwie so Handlung, aber es war halt toll zu sehen optisch. Und das ist ja dann schon fast ein bisschen eine Parallele, oder? Zum
zum Blade Runner. Zum Blade Runner. Ja, aber den Blade Runner, also der ist ja, da hat mich noch nicht mal die Synchro gestört. Ja. Der die ist sogar noch älter. Gut gemacht. Ja. Ja, ist weniger, ist, ist auf gemacht. Jeden Fall definitiv weniger Disney. Also so, wann ist der denn? Der ist 1982. Ja. Also der ist noch ein bisschen älter meines Wissens als Tron. Genau, vom alten Könner, dem Ridley Scott, der ja auch Alien gemacht hat, der auch zu Kultstatus. Und jeder Menge Stars, Harrison Ford in der Hauptrolle, Daryl Hannah als Androide und ein alter Liebling, der Rutger Hauer spielt mit, was ja automatisch zu einem guten Film macht, weil Rutger Hauer defaultet zu guten Filmen. Na aber gut, okay, Rutger Hauer hat auch in wirklich ganz schlechten Filmen mitgespielt, defaultet, aber er war immer gut. Genau, also er macht, schlechte Filme mit Rutger Hauer gibt es nicht. Ich wiederhole mich hier an diesem Punkt. Okay. Nein, ja. Also, ja. Ich weiß schon, der Rutger Hauer ist ein Arbeiter von dem Herrn. Hast du Blade Runner jetzt zum ersten Mal gesehen? Oder? Nein, ich hab ihn aber sehr lange nicht gesehen. Das war einer dieser Kultfilme, die ich bis vor 2 Jahren eigentlich nicht gekannt habe. Und da haben wir uns einmal, es gibt ja diese lange Diskussion beim Blade Runner wegen Director's Cut und dem Originalende. Und ich habe damals den Director's Cut gesehen. Ja. Aber ist man jetzt zur heutigen Version, ich weiß aber auch nicht, ob das nicht auch der Director's Cut war. Mir ist kein Unterschied aufgefallen zum anderen Film. Ich kann einfach nach dem Ende fragen. Endet der Film mit einer langen Sequenz und einem Monolog? Das ist eine gute Frage, gell? Haben wir uns gut dann habt ihr den Director's Cut gesehen. Ja. Mit dem dann habt ihr den Director's Cut damals gesehen. Ja. Ich bin nämlich im Besitz der DVD-Collection. Aber wir reden über das Ende, genau, richtig. Aber ja, das sind unterschiedlich. Ich habe nichts, da ist kein Spoiler drin. Ich habe alle 6 Versionen, die es von dem Film gibt, zu Hause. Ich habe sie alle miteinander verglichen. Es ist... Sehr gut. Ja, also es ist jetzt folgt die Analyse. Ich stimme den Leuten zu, die meinen, dass Ridley Scott den Film selber nicht ganz verstanden hat. Die Geschichte. Das Buch. Ja, weil der Director's Cut, also es gibt welche, die behaupten, dass Ridley Scott das Buch nicht verstanden hat. Das ist ja Träumen Androiden von elektrischen Schafen. Ich auch nicht. Philipp K. Dick, Kurzgeschichte. Ja, genau. Ich kann leider das nur jetzt begründen mit Spoiler, daher lasse ich es jetzt weg. Aber auf jeden Fall am Ende, man sieht es sofort, wenn da ein Monolog vorkommt vom Harrison Ford, dann hat man höchstwahrscheinlich einer der Originalversionen. Okay, das ist so ein Indiz, auf das man achten kann. Okay. Und wenn das Ende einfach abrupt an einem Aufzug endet, dann ist es einer der Director's Cuts. Davon gibt es mehrere. Und von die Kinoversion, die Originalversion, gibt es auch noch 2 Stück von. Und zwar die US und die europäische. Die sind leicht anders, aber das Ende ist in beiden Fällen gleich. Und das Interessante, ich habe noch ein drittes Ende, das vollkommen anders ist. Das ist wesentlich actionreicher. Das ist nämlich die Vorführversion, die ursprünglich... da ist das Ende actionreicher. Okay. Und diese Version wurde, bevor es im Kino lief, dem Testpublikum vorgeführt. Und da gab es Kritik. Anscheinend. Und diese Version ist fürchterlich. Das habe ich auf Wikipedia gelesen. Ja. Das stimmt. Also ich habe diese Version mir angeschaut. Also das Testpublikum hatte recht. Diese Testversion ist nicht so toll. Ich habe nur das Ende jetzt angeschaut und ja, es ist nicht so schön. Also ich finde die Kinoversionen sind am besten wirklich. Mhm. Die Director's Cut finde ich nicht gut, das Ende. Ich gib mag zu, dieses du hast Blade Runner nie gesehen. Doch, ich habe das klingt ganz anders. Du bist zu überinformiert. Ich bringe das nächste Mal die DVD-Box mit. Es gibt dieses Buch, wie man über Bücher redet, die man nicht gelesen hat. Okay. Und das kann man sich ja Filme auch umlegen. Also, andererseits ist Dennis schwer zu übernörden. Also wahrscheinlich. Also stell mir irgendeine Frage über den Film, ich kann sie mit... Ich habe ihn ja nicht gesehen. Ach so. Welcher berühmte Kapitän einer Science-Fiction-Serie spielt denn dort mit? Moment, so Kapitän einer anderen Science-Fiction-Serie? Mhm. Boah. Also, die Zeit ist leider um, es war Edward James Olmos und das war der Adama von Battlestar Galactica. Olmos hat da mitgespielt? Okay. Wen hat er da gespielt? Kriegen wir ein bisschen sicher noch im Flugmodus? Ach so, stimmt, genau, der hat den einen Typen gespielt, der...
Na, diesen Vorgesetzten oder so, richtig. Den Auftraggeber. Den Hilfsarbeiter des Auftraggebers. Ja, genau, richtig. Sehr gut. Fast geschafft, die Challenge. Das war jetzt ein Thema. Ich konnte es jetzt wieder daran erinnern, weil Markante Almus ist ja schon das Gesicht, dieses vernarbte Gesicht. Schau dir mal den Wikipedia-Artikel an, der schaut im Alter fast so aus wie Jürgen Prochnow. Aber das ist auch ein komplett Prochnow kenne ich Thema. Also jedenfalls ja, hat der funktioniert, dieser Film. Stimmt, das Gespenst. Was? Das Boot, daher hieß er das Gespenst. Das kann sein. Ja, weil er so ein diese Glubschaugen und wie er dann sie immer beim Bruch dann eben sagen dürfen, ich wusste es. Im Motorraum sitzt. Jedenfalls funktioniert Blade Runner vor allem im Open-Air-Kino wunderbar, weil es ist, es regnet in dem Film die ganze Zeit. Nonstop ist scheiß Wetter und wenn du draußen sitzt, dann denkst du dir manchmal schon, ja gut, das dass gerade nicht regnet. So. Übrigens, bei Tron hat es geregnet, aber das wäre noch lustiger gewesen, wenn es dann zu regnen angefangen hätte. Ja, aber der Film funktioniert irgendwie immer noch. Die haben da so eine Fantasiewelt aufgebaut, finde ich. Das also kann man sagen, das, ja genau, also Stefan, der Harrison Ford spielt den Hauptcharakter und er verfolgt drei, vier Androiden. Ich erzähle es fürs Publikum. Also, wir haben noch ein Mikro an. Und er verfolgt ein paar Androiden, die den Menschen ziemlich gleichen und die dürfen eigentlich nicht auf der Erde einreisen und deswegen ist er so ein Blade Runner, der eben diese Androiden finden und töten soll. Und ich finde auch, über das Ästhetische funktioniert er noch wahnsinnig wunderbar. Ja. Wir haben einen unaufdringlichen Soundtrack von Vangelis, aber der ist ein 80er-Jahre-Setting trotzdem super dazu passt. Sehr gut. Ja. Und das Hauptthema, besonders am Ende. Und die Bilder einfach. Die Bilder sind einfach so, wenn man sich so will, dann gibt es einen Neuromancer Cyberpunk, dann ist dieser Film einfach, das hat sich eingestrahlt. Ja. Also eine Ikone des Cyberpunks, obwohl das Cyberpunk ja ein bisschen später kommt. Und man hat schon diese Elemente, man hat schon diese, das haben wir auch darüber geredet, diese asiatischen Einflüsse. Mhm. Es wird ja ein bisschen später das Interesse... Also diese Megacities, wo alles schon vermischt ist. Ein bisschen, ne? Genau, also du hast zum Beispiel asiatische Essensstände, dieser eine Hilfsarbeiter, der passt immer so Papierkraniche, so Origami und so. Mhm. Also da hast oder der Hersteller von diesen Körper, von den Organen, wo er dann irgendwann mal richtig, ist ja auch ein alter Asiate mit so vielen Brillen auf und so. Und wenn man das später dann weiterspielt, das fand ich also so schön, irgendwie so kommt das ja dann zu uns dann auch wieder in direkter und nicht veredelter, aber halt so dichterer Form in Ghost in the Shell oder auch Akira eigentlich darüber. Und diese beiden Sachen sind schon ziemlich connected. Ja? Übrigens, fällt mir gerade ein, ich bin heute da auch kurz spazieren gegangen und bin durch den Park gelaufen und da saß einer auf der Parkbank und hat genau diese Origami-Kraniche gefaltet. Geil. Das war so creepy. Ja, der hat, also die waren etwas größer, aber die waren also genau die Form, also man hat es sofort hat erkannt. Nee, es hat heute nicht geregnet, es war strahlender Sonnenschein. Aber was mir jetzt auch einfällt ist, im Blade Runner kommen ja auch künstliche Tiere vor. Ja. Nicht nur künstliche Menschen. In der Geschichte noch viel stärker vorher. Und wenn man das schon auf die heutige Zeit, da kommen wir jetzt erst hin, dass wir Fleisch künstlich herstellen. Ja. Ja, wobei da geht es ja weniger um die Nahrung, als wirklich so diese lebendigen Tiere nachzumachen. Und das hätte ich mir fast noch mehr gewünscht als zentraleres Element in dem Film. Aber es war schon. Es wird halt viel angedeutet und wenn man auf die Dialoge hört und die sind dann auch dazu auf Deutsch synchronisiert, dann muss man schon sagen, das hat Alter jetzt mittlerweile ein bisschen Staub angesetzt. Das merkt man dann schon. Aber es macht nichts. Weil es wird eben nicht alles ausgeführt und zum Beispiel wird kurz einmal so die Frage aufgeworfen, ob er ein Android ist. Mhm. Aber das sind halt zwei Zeilen im Dialog, man fühlt sich selber ganz gut bedient und dann sollte man, um in den Film genießen zu können, vielleicht da nicht so streng sein. Ja. Wisst ihr was, gibt es irgendwo in Realität schon diese coolen Neon-Regenschirme, die die Leute in einer Szene haben? Können wir uns jetzt selber basteln. Selber machen, ja. Genau, bauen wir selber. Finde ich sehr geil. Müssten wir recherchieren. Ja, die Regenschirme sind aber auch etwas, was man demnächst merkt. Im Biertaucher-Shop. Ich vermute ja auch, dass die ganzen Cyberpunk-Autoren Blade Runner gesehen haben, dass das die ja wieder beeinflusst hat. Ich glaube, die waren früher dran. Ja, 85 und die ersten Cyberpunk-Romane sind ja
Ende der 80er, oder? Ich meine, die gab es auch vorher schon. Ich bin aber jetzt schon Foto Cyberpunk auf jeden Fall, ja. Nein, ist auf jeden Fall eine lohnende ein Schauerlebnis, ja. Ich habe noch ein Thema. Das habe ich vergessen. Ein Nerd-Thema. Oh, zu spät, die hättest du am Anfang machen müssen. Es dauert nur 2 Minuten. Ja, du nicht. Also für jeden, der unbedingt mal einen Erpressungstrojaner haben möchte oder dergleichen, sollte seinen Virenscanner auf seinem Rechner lassen. Für alle, die keine Erpressungstrojaner oder sonstige Schadsoftware auf dem Rechner haben wollen, sollten ihren Virenscanner deinstallieren. Warum? Weil Virenscanner inzwischen der Hauptangriffspunkt für Virenautoren sind. Also wer auf einen Rechner bei jemandem eindringen möchte, macht das über den Virenscanner. Deswegen sind die Virenscanner eigentlich die böseste Software derzeit, die man auf einem Rechner haben kann. Kapersky macht den Computer ganz Kapersky. Und da fällt mir gerade noch ein Blödsinn ein, und zwar, ich weiß nicht, ob ich den Artikel wieder finde, über, ich habe was gelesen über Viren, die auf USB-Ladegeräten von E-Zigaretten sind. Ja, das ist auch gut, ja. Herrlich. Aber fand ich dann auch extrem schräg, aber okay. Aber das, sagen wir mal, das fällt für mich unter alter Hut, unter Bügeleisen mit WLAN. Was man nicht wusste. Ja, ich weiß auch nicht. Bei mir sind so USB-Ladegeräte eh nicht geheuer, aber dann dachte ich mir, naja, super, ja, irgendwie. Ja. Es gibt ja auch Ladegeräte, die versuchen dann das Mobiltelefon zu infizieren, wenn man das dran anschließt. Ja, Ladegeräte ist natürlich auch ein guter Einfallspunkt. Ja, das gibt da viel. Er wird sich viel, ja. Ich habe noch einen Filmtipp. Okay. Bitte. 11 Minuten Kurzfilm auf YouTube. 11. Ich sage nur 11. Es geht thematisch um die Problematik der Spracherkennung in einem Aufzug, wenn man Schotte ist. Ja, wohl, was du getweetet hast. 11. So süß. 11. Genau, die Sprache. Unglaublich. Muss ich mir wieder mal anschauen. Unbedingt anschauen. Erinnert so auch ein bisschen an Douglas Adams, an die mitfühlenden Fahrstühle, ne, mit der KI. Ja, wobei sehr mitfühlen ist der Vorschul nicht. Also, der legt immer wieder Schaufel nach. Und ihr kennst den alle und ich nicht? Ja. Okay. Weil du folgst mir nicht ordentlich auf Twitter. Nicht ordentlich folgen. Nicht ordentlich. Das ist nicht Wir folgen sie mir ordentlich. Ordentlich. Immer schön auch lesen. Hi, ja, ich bin nachlässig. Ja. Ich bin fertig. Ja, ich habe auch fertig. Jetzt, ich wollte eigentlich eh schon, aber also jetzt ist der Dennis auch. Aber ja, das müssen wir nicht warten. Muss ja, dann wir hier über ich glaube, einige müssen aufs Klo. Brechen wir mal ab. ein herzlicher Podcast. Ja, was ist über Fotopodcast geht auch gleich mal nächste Woche. Zu Ende. Ja. Wenn Sie nächste Woche dabei sein wollen, mit hoffentlich ein bisschen weniger Steuergeräuschen, wir treffen uns um 19.30 Uhr bei Schönwetter im Innenhof 2 vom alten AKH. Falls es stürmt und regnet und schneit, in der Zypresse Westbahnstraße 35a. Sie sind herzlich eingeladen und bitte nicht vergessen, uns irgendwie anpingern, damit wir wissen, ob wir überhaupt Hörer haben. Jawohl. Ja. Genau so. Yeah. 11.